Heute treten wir hinter in Angerfoot, erkunden die Dungeons von Hinterberg und ballern uns durch die Beta von Concord. All das und vieles mehr jetzt hier im Game Talk. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talk hier bei Rocket Beans TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, um euch wieder über Spiele zu informieren. Und schön, dass ich das wieder nicht alleine machen muss, sondern dass ich zwei fantastische Mitstreiter an meiner Seite habe. Zum einen den lieben Steffen. Guten Tag, hallo. Ich hätte auch gern Urlaub in Hinterberg. Da kommen wir gleich zu, ob das ein schönes Ausflugsziel jetzt ist, zum Urlaub machen oder zum Spielen. Wir haben es beide gezockt. Ich glaube, Gregor hat das auch gespielt. Ne? Ja, und ich würde fast das teilen. Also wenn es sowas in echt geben würde, als so Abenteuerurlaub. Ach, schön. Na, wie heißt dieser Dienst, den man so in Anspruch nehmen kann, der immer diese Abenteuerurlaube verkauft? Da gibt es so einen komischen deutschen Namen. Schweizer. Ach ja, stimmt. Ja. Ich weiß den Vornamen gerade nicht. Diese Action-Dinger. Albert Schweizer oder so. Ja, nee, ich glaube, du weißt das nicht. Aber wir wissen, was gemeint ist, Abenteuerurlaub. Danke, dass ich auch dabei sein kann. Übrigens, und du musst natürlich nie alleine hier sitzen, Fabian. Hier finden sich immer Leute. Das gerne, ist schön, quatschen. Das ist schön. Ja, manchmal machen wir das ja auch zu zweit. Und das ist dann auch noch okay. Jochen Schweizer. Die Regie hat uns, ich hab kurz überlegt, wieso steht da jetzt Jochen? Wer ist denn Jochen? Übrigens, jetzt kommt Jochen rein, der Überraschungsgast. Ja, der kommt in der zweiten Sendungshälfte vielleicht noch dazu. Und dann verlosen wir ein paar Gutscheine von ihm. Mal gucken, ob das wirklich stattfindet. Wir fangen an mit einem ganz anderen Spiel als Dungeons of Hinterberg, nämlich einem neuen Spiel, was Devolver published. Das heißt Angerfoot. Es erschien am 11.07. für den PC. Ich habe es gespielt und Gregor hat es auch gespielt. Ich würde dir einfach mal den Vortritt lassen an der Stelle. Gregor, erklär du uns mal, was für ein Spiel ist denn Angerfoot? Ah, den Vortritt, hast du die Überleitung gebaut, Fabian? War ein Zufall tatsächlich. Ja, Angerfoot von Devolver gepublished. Ich müsste mich noch mal umschauen, wer das Entwicklerteam konkret gewesen ist, weil ich hätte den Eindruck, das ist das holländischste Spiel, was ich hier gesehen habe. So in der Form. Ich hatte vor ein paar Jahren schon mal die Demos gespielt. Da gab es ja schon mal ein paar längere Probeversuche, die man machen konnte auf Steam. Hm. Angerfoot ist essentiell Hotline Miami auf noch mal 90er Jahre Gabba-Techno-Style in 3D umgesetzt. Mhm. Story ist relativ dünn. Ich habe bisher jetzt in die Version ein paar Stunden investiert. Also ich bin noch nicht so weit, aber die Demo war damals auch recht umfangreich. Es ist sehr unterschiedlich zur Demo, interessanterweise vom Level-Design, was man bisher da spielen konnte. Du bist ein Tretmeister und Sneakersammler und du bist natürlich in einer Welt unterwegs, wo einfach Verbrechen und Polizei dann gemeinsame Sachen machen und coole Sneakerheads, die coolsten aller Zeiten. So, natürlich wird dir von irgendeinem Bösewicht deine Sneakersammlung geklaut. Am Anfang gehst los und trittst und ballerst die Leute alle kaputt, bis du deine Sneaker wieder zurückholen kannst. Bin noch nicht so weit, dass ich meine Sneaker wieder einsammle. Die haben wohl auch noch mal alle so Spezialfähigkeiten, die dazu kommen. Okay. Aber für die Leute, die Videofassung gerade sehen, ja, es bedeutet Hotline Miami-Style, dass ihr durch abgesteckte Level geht. Es geht nicht darum, dann alle Leute hier umzuhauen, wobei das auch ein Bonusziel sein kann, sondern immer zum Ziel zu kommen des Levels, aber inklusive ja, Bonuszielen, getimten Sachen, sodass man so extra so fast schon so Speedrun-Taktiken machen kann. Und das war so ein Spiel, wo man wirklich für mein Gefühl reinkommen muss und so den Nerv dafür haben muss. Ich persönlich liebe Hotline Miami. Das ist aber auch etwas, wo man sich erstmal da reinfuchsen muss. Und ich fand zum Beispiel, dass bei Hotline Miami 1 das richtige Maß getroffen wurde zwischen Anspruch, Schwierigkeit und so Sekundenreaktion und schnelle Reaktion, die du hast. Beim zweiten hat es nicht mehr ganz so gut für mich funktioniert, weil da waren sehr, sehr viele unfaire Stellen drin. Hier musste ich mich echt wieder dran gewöhnen, weil Hotline Miami in 3D bedeutet, du hast viel mehr Optionen, ne? Ja, wie Gegner dich anballern können. Du hast natürlich immer deinen verlässlichen Fuß, mit dem Gegner kaputt getreten werden können, aber manche haben auch Schusswaffen. Diese Schusswaffen müssen erstmal abgenommen werden. Mhm. Du kannst auch Waffen wie bei Hotline Miami werfen, wenn mal die Munition weg ist. Alle paar Leveln wird ein neuer Gegnertypus dann reingepackt, die komplett unterschiedliche Herangehensweisen haben. Manche haben so Uzis, mit denen du rumläufst, andere explodierende Köpfe, die dann wie so Granaten sind. Mhm. Und wie bei Serious Sam, ne? Da musst du stimmt. Ja, genau. Das sind so die Bombenköpfe, die schreien hier, glaube ich, dann nicht so sehr. Nee, stimmt. Schreien, aber du würdest es auch nicht hören, weil die Musik so laut ist. Weil die Musik dann so laut ist. Also wo ich das jetzt hier wieder gespielt habe, habe ich gedacht, shit, bin ich so schlecht geworden? Ich habe irgendwie so keine Schnitte gesehen, sobald die anfangen, mit den Schusswaffen da rumzugehen. Ja. Ich konnte das auch interessanterweise, ich habe es auf dem PC gespielt, weiß jetzt nicht, was mit anderen Plattformen ist. Maus und Tastatur hat mir da irgendwie nicht so gelegen. Das ist ja nur PC, aber hey, das ist doch auch ein Controller-Spiel natürlich. Ja, also natürlich, du kannst hier natürlich auch mit Mauslook dann so wahrscheinlich so die Schusswaffen da benutzen. Aber ich hatte ein besseres Feeling, einfach wirklich da mit dem Controller volle Pulle durchzugehen, durchzuziehen, hinten mit dem Fuß. Die E-Taste drücken zum Treten, das fand ich nicht geil. Ja.
okay, das muss ich sagen. Ja. Aber wenn du da einmal in den Flow reinkommst und es trotzdem sehr frustrierend sein kann, wenn du 2,5 Minuten dich durch ein Level gearbeitet hast und dann einer dich abballert und wieder komplett von vorne anfangen musst, ist es natürlich etwas, wo man die Motivation finden muss. Aber es ist schon ziemlich geil. Ich finde es nicht gut, muss ich sagen. Bin da ein bisschen zwiegespalten. Du hast es schon gesagt, es ist Hotline Miami vom Prinzip her. Durch den Wechsel von 3D, mir ist dadurch nochmal bewusst geworden, also Hotline Miami war natürlich damals schon keine Spiele, die besonders hübsch oder beeindruckend aussahen, aber du hast natürlich durch diesen Top-Down-Look den Vorteil, du kannst alle Räume um dich rum sehen. Ja. Du kannst ein bisschen strategisch vorgehen. Du weißt, okay, hinter der Tür steht einer, zwei Räume weiter, wird der wahrscheinlich mit der Knarre dann da hochlaufen. Dann muss ich so und so darauf reagieren. Hier weißt du gar nichts. Weil du lernst es einfach, indem du die Level immer und immer wieder machst. Und finde, das hat eine Zeit lang gut funktioniert. Ich bin relativ begeistert so durch die ersten Level durchgelaufen. Das Spiel ist aufgeteilt in 4 übergeordnete Welten. Das ist immer so thematisch einer Gang zugeordnet. Und die haben dir eben deine Schuhe geklaut, diese Gangs. Aber ich finde, sobald die Level ein bisschen offener werden, es gibt dann so nach etwa 10 Leveln fängt das nach und nach so ein bisschen an, Areale, die spielen auf so Hausdächern und du springst dann auch von Hausdach zu Hausdach und manchmal landest du irgendwo, hier sieht man das zum Beispiel an dieser Stelle ganz gut, und dann sind da Gegner, also es gibt diese Standardgegner, die laufen nur auf dich zu, mit ihren Knüppeln, die sind jetzt keine Herausforderung, aber dann steht dann da noch ein Gegner auf einem Dach und da hinten werfen 2 Granaten runter und da sind auch noch 3. Bis du aber auch nur einen von den 4 Gegnern gesehen hast, bist du schon mal einmal gestorben. Und dann fällst du eben wieder diese 3 Minuten zurück und fängst den Level von vorne an. Das Spiel versucht es ein bisschen zu kompensieren, indem es nicht so ein One-Hit-Kill-Spiel ist, wie Hotline Miami, sondern du hast das Gefühl, du hast so einen dezenten Energievorrat. Also du stirbst nicht beim ersten Gegentreffer, sondern du hältst schon ein paar aus, aber dennoch stirbt man relativ häufig. Und ich habe das irgendwann, offen gesagt, als ein bisschen frustrierend empfunden. Also du hast dann relativ schnell, ich habe da so ein bisschen mitgezählt, Level, in denen über 50 Feinde eben auftauchen in 3 Minuten und dann wirst du immer wieder zurückgeworfen. Finde, dass der Stil ist super, du hast es eben schon beschrieben. Mich hat das ein bisschen auch an High on Life erinnert, falls ihr das mal gespielt habt. Ja, nun besser. Ja, ich fand High on Life auch nicht so schlecht. Nein, das war auch ganz sicher. Ich habe keine Ahnung von Rick and Morty, habe das erste Mal Kontakt mit dieser Art Humor da gehabt. Und es war schon spaßig für die Stunde oder zwei, die ich es probiert habe, aber dann hatte ich auch genug. Okay, also ich habe der Humor, das würde ich jetzt gar nicht mal als Parallele sehen, aber so diesen Stil, den sie vielleicht auch gewählt haben, damit es ein bisschen freundlicher wirkt und es nicht noch ein weiteres Spiel ist, was so sehr düster und auf Gewalt und Brutalität. Das ist die Location, aufbaut. Da heißt Scheißhausen. Das ist fantastisch. Ja, also das alles super Stil, Atmosphäre, das Konzept trägt auch für eine Weile. Ich finde aber, dass ich schon dadurch gemerkt habe, warum Hotline Miami so ist, wie es ist. Und ich habe es irgendwann als ein bisschen zu schwierig empfunden. Und es gibt auch einen Grund, warum es dann eben auch Optionen hat, um zu sagen, dreh mal die Stärke der Gegner ein bisschen runter. Du kannst so weit gehen, indem du auch einstellst, du stirbst einfach gar nicht mehr, wenn du die Level einfach üben willst. Dann nimmst du dir natürlich auch die Motivation ein bisschen raus. Ich finde es cool, witzig, aber es ist für mich spielerisch, es ist okay, würde ich sagen, aber es hat schon auch seine Schwächen. Absolut nachvollziehbare Meinung hier. Also ich habe nicht so viel von diesen Dachmissionen bisher gesehen, mehr in der Demo die Sachen ausprobiert. Du merkst, dass die irgendwann dann darauf aus sind, dass du immer Repetition und Lernen und durch diese ganzen Bonusziele, die du bekommst, du sollst dir das auch fast schon speedrunnig machen irgendwann mal, ne? So aus dem FF da durchgehen. Und ich denke mal, viel, was du erzählt hast, ist auch eine Konsequenz. Die Entwicklungszeit war ja ultra lang im Teil. Ne? Das hat wirklich mehrere Jahre gedauert. Die Demo habe ich wirklich vor 2, 3 Jahren oder so gespielt schon. Die haben wohl immer dran gefeilt, was können wir den Leuten noch zumuten? Vielleicht auch dieses Typische, worüber wir auch schon mal gesprochen haben bei der Spieleentwicklung. Von wegen, die Leute, die solche Spiele machen, irgendwann können sie es in- und auswendig. Haben es perfekt. Der Fall. Und dann muss sehr viel so mit anderen Leuten Testing betrieben werden, weil dann hast du vielleicht irgendwann, machst du der Schwierigkeit viel zu hoch, ne? Weil du das alles so enorm in dich aufgesaugt hast. Nichtsdestotrotz, also ich werde auf jeden Fall immer wieder weiter dran spielen. Jetzt muss man gucken, wie lang und umfangreich das mit den verschiedenen Locations und den Gangs und so weiter ist. Hotline Miami war in Ordnung, dass es 4 Stunden ist. Viel mehr hätte ich da auch nicht so durchgehalten. Nee, ich finde auch gerade so bei so Hotline Miami-artigen Spielen, die brauchen halt auch wieder diesen gewissen Flow, ne? Weil letzten Endes musst du in so einen, in diesen Tunnelblick so ein bisschen reinkommen, musst dich konzentrieren, die Musik ballert irgendwie von der Seite. Dann finde ich es auch nicht so schlimm, wenn die Spiele so schwer sind, dass man immer wieder resetten muss, weil dann bist du in diesem Flow drin. Wenn das aber dich immer wieder aus dem Flow rausreißt, eben weil du stirbst, weil du Sachen unfair findest oder weil du immer wieder Dinge so oft wiederholen musst, dass es irgendwann zu eintönig wird, dann, finde ich, haben diese Spiele immer ein Problem. Und deswegen, finde ich auch, tragen sich die meistens auch nicht so lange
Weil das schon sehr anstrengend ist, immer so fokussiert auf dieses Spiel zu sein. Stimmt. Je nachdem, wie lang auch die Level sind. Ja. Also hast du ja auch bei so Roguelites das Gefühl, oder bei Returnal zum Beispiel, wenn du da nach 20 Minuten abkratzt und wieder nach vorne kommst, ist es oft so ein Muss ich jetzt wirklich nochmal alles machen. Ja, das und wenn es so Hotline Miami, bei dem hier würde ich das auch fast schon sagen, wenn du einfach direkt dann wieder, okay, ich bin zwar jetzt gestorben, aber ich baller jetzt einfach wieder durch, wo der Gegner ist und so. Aber das Gefühl muss man natürlich erstmal oder sich darauf einstellen lassen können. Ja, vielleicht noch einen Punkt nochmal, weil klar, die Hotline Miami-Spiele waren auch schwer. Also das ist eine Kritik, die man da sicherlich auch üben konnte. Aber der große Unterschied, finde ich, bei Hotline Miami wusstest du immer, okay, der Typ hat dich jetzt gerade gekillt aus der und der Ecke. Und ich finde es frustrierender, wenn man 10 mal 2 Minuten zur gleichen Stelle spielt, dann wirst du wieder abgeballert und du weißt nicht genau, okay, auf welchem Dach, wo in 70 Metern Entfernung stand der Typ denn jetzt? Und das finde ich einfach nervig. Das ist ein bisschen anstrengende Art von Auswendiglernen des Spiels. Aber nichtsdestotrotz ist auch natürlich mein persönliches Empfinden ein bisschen. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr Bock habt auf so ein schräges Actionspiel. Im Moment nur für den PC erhältlich, wird aber sicherlich irgendwann auch noch mal auf Konsolen kommen. Boah, hoffentlich. Und dann können wir mal weitergehen zum nächsten Spiel. Können auch gerne direkt mit dem Trailer reinstarten, weil ich habe danach noch hier längeres Gameplay auch aufgenommen, weil es ein Spiel ist, was ein bisschen komplexer ist, würde ich sagen. Es ist ein bisschen mehr drin als bei Angerfoot, wenn es um die Mechaniken geht. Und zwar geht es oft um Dungeons of Hinterberg. Erschien letzte Woche für PC und Xbox. Und hier weiß ich, Steffen, das ist was, was du schon sehr ausführlich gespielt hast. Ja, genau. Also das Spiel dauert wohl ungefähr so 20 Stunden. Ich habe es jetzt so 17 gespielt. Und bin so 3/4 durch, würde ich jetzt ungefähr sagen, aber es ist nicht ganz so einfach einzuschätzen. Es ist ein Spiel vom österreichischen Entwickler Microbird Games, wurde auch von der österreichischen Gamesförderung gefördert und spielt in Österreich, wie man es hätte erahnen können. Es ist ein 3D-Action-Adventure meets Social Sim, also ich würde sagen Zelda Breath of the Wild featuring Persona, so ein bisschen in der Richtung. Und es geht darum, dass man Luisa Dorfer spielt, eine Anwaltsgehilfin, die mal Urlaub braucht, weil die nah am Burnout ist. Und deswegen bucht sie sich einen Urlaub in Hinterberg, einem österreichischen Ferienort, wo plötzlich Magie aufgetaucht ist. In Form von seltsamen Portalen, die in Dungeons führen, wo Monster unterwegs sind und die Stadt macht das Beste drauf, wie jede gute österreichische Kleinstadt und macht daraus einfach eine Tourismusattraktion. Yeah. Das ist so ein bisschen die Prämisse, die ich sehr lustig fand, weil am Anfang ist man wirklich so, okay, du spielst jetzt, bist jetzt einfach nur hier, um Urlaub zu machen. Das ist eigentlich die erste Prämisse, die dir so entgegengeworfen wird. So ab der Hälfte des Spiels wird die Story dann auch ein bisschen ernster und es geht dann so ein bisschen um Umweltthemen und um Themen wie wann ist ein Dorf eigentlich noch ein Dorf, wenn es zu viele Touristen gibt und sowas. Also es spricht dann noch ernstere Themen an. Aber am Anfang ist es wirklich ein sehr leichtes, sehr entspanntes Urlaubsspiel, wenn man so möchte. Und ganz kurz schon mal einhaken, dass diese Prämisse, was du eben beschrieben hast, ich hatte das Spiel vor einigen Wochen schon in der Demo gespielt, da wurde das nicht draus klar. Aber hier im fertigen Spiel dann schon, nämlich dieser Umstand, was du beschrieben hast, dass die Leute, also dass das so selbstverständlich ist von wegen, ach so, da sind vor 3 Jahren irgendwie diese Monster und Dungeons aufgetaucht und niemand findet das irgendwie seltsam. Und das finde ich schon mal einen sehr lustigen Aufhänger prinzipiell, weil die leben da wirklich wie in so einem österreichischen Dörfchen mit den Läden und alle treffen sich auf einen Kaffee und gehen abends ins Kino und tagsüber fährt man halt los und besucht diese Dungeons, die da so komplett schon integriert sind, dieses ganze System aus, da ist ein Kiddyland und da fährt eine Bahn hoch zu diesen Dungeons. Genau. Das ist eben sehr, sehr lustig tatsächlich. Also so ein bisschen, als wie man sich so ein typisches Skiresort sozusagen vorstellt in Österreich. Ne? Also was vielleicht mal irgendwie ein verschneites Alpendorf war und dann so aufgebläht wurde zu so einem Skiresort. So ähnlich ist es da auch. Und tatsächlich, man mit dem Laufe der Story lernt man auch immer mehr darüber, warum es diese Dungeons überhaupt gibt und was es mit dieser Magie auf sich hat. Also dem kommt man so ein bisschen auf die Schliche. Aber am Anfang ist es wirklich einfach nur, hey, geh dahin, hab Spaß, nach dem Motto. Ja. Und es ist so ein bisschen, genau, wie gesagt, schon eine Mischung aus Zelda und Persona. Man hat 4 so grobe Biome, so Oberwelten, in die man reisen kann. Und in jedem dieser 4 Biome gibt es dann unterschiedliche Dungeons. Insgesamt gibt es 25 Stück. Mhm. Und das Ziel ist es eigentlich, alle Dungeons zu schaffen, wenn man so möchte. Und alle diese Gebiete haben aber nochmal besondere Themen. Und gleichzeitig ist es so, wir haben gerade schon gesagt, es gibt die Magie. Man bekommt in jedem dieser Gebiete 2 besondere magische Fähigkeiten, die einem dabei helfen, die Rätsel in diesem Gebiet zu lösen, die aber auch nur in diesem Gebiet gelten. Ja. Zum Beispiel, wir haben jetzt hier gerade gesehen, im ersten Gebiet, dem Doba-Kogel, bekommt man so eine Art Bombe, die man beschwören kann und so eine Art Enterhaken. Und damit macht man dann die Rätsel, die in den Dungeons auftauchen. Und die kann man aber auch benutzen,
um im Kampf Monster zu töten und Dinge damit zu erlegen. Und diese Fähigkeiten sind sehr unterschiedlich. Ne? Die am Anfang, wie gesagt, hier im ersten Gebiet, die Bombe und der Enterhaken, das sind, finde ich, noch relativ einfache magische Fähigkeiten, die man natürlich auch irgendwo anders schon mal gesehen hat. Später gibt es aber durchaus noch Sachen, die doch ein bisschen interessanter sind und ein bisschen ausgefallener. Und hast du dann noch irgendwelche Beispiele parat? Was zum Beispiel, es gibt später gibt es einen, ist man auf einem großen Berggipfel? Weiß gar nicht, ob ich das hören möchte, ganz ehrlich. Okay, gut, dann sag ich es nicht. Dann sag ich es nicht. Man hat es im Trailer auch schon ein bisschen gesehen. Also wenn ihr den jetzt gerade gesehen habt, könnt ihr euch vielleicht denken, was passiert ist. Aber es gibt auf jeden Fall später noch bessere und ausgefallenere Magietechniken, die man bekommt, die auch tatsächlich sehr, sehr viel Spaß machen. Mhm. Generell ist es so, das Spiel ist immer aufgeteilt in die verschiedenen Tageszeiten. Am Morgen trifft man sich meistens mit einem NPC, der einem kurz was über die Story erzählt. Da wird die Story so ein bisschen weitergeführt. Und man lernt da neue Dinge über das Dorf und andere Dinge und die Story kennen. Dann mittags darf man sich immer eines dieser vier Gebiete aussuchen. Am Anfang ist nur der Doberkogel verfügbar. Mhm. Später werden die anderen Gebiete freigeschaltet. Und kann dann dort auf so einer begrenzten, aber durchaus größeren Oberwelt nach den Dungeons suchen. Die sind so in verschiedene Schwierigkeitskategorien eingeteilt. Theoretisch kann man die in verschiedenen Reihenfolgen machen. Es gibt aber durchaus Dungeons, die erst im Laufe des Spiels freigeschaltet werden. Ja. Und es gibt auch versteckte Dungeons, die man erst durch bestimmte Fähigkeiten finden muss oder für die man bestimmte Stats braucht und so weiter. Also das, man kann nicht gleich am Anfang in den Dungeon rein. Gibt da immer so eine, am Eingang steht immer so ein Schild mit so einer Empfehlung von wegen, das ist der Schwierigkeitsgrad. Ich habe aber das Gefühl, das Spiel würde dir das prinzipiell schon erlauben, weil weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Du kannst ja relativ früh auch auf diesen Gipfeln, wo du zu den Dungeons gehst, da sind dann immer so Schilder mit so Toten- oder Monsterköpfen drauf. Es gibt da auch dann schon so Mobs, die dich einfach in 2 Sekunden umhauen. Also das Spiel ließe dich theoretisch in Situationen schon laufen, die du noch nicht gut meistern kannst, weil du sie eben eigentlich erst später machen sollst. Das Spiel gibt dir das aber nicht vor. Du kannst auch versuchen, eine halbe Stunde lang am Anfang irgendwie Level 8 Gegner zu behauen. Man sieht das hier, dass die Gegner nicht zwangsläufig der Typus, der sie sind, der definiert nicht, wie stark die sind, sondern es gibt diesen Charakter hier zum Beispiel auf Level 1, aber du kannst den auch später nochmal auf Level 10 treffen und er ist dann entsprechend 10-mal so schwer. Da arbeitet so ein Level-System im Hintergrund mit. Genau, aber es gibt schon eine logische Reihenfolge, in der man diese Dungeons in der Regel macht, also weil sie sich so eben dem eigentlichen Level anpassen. In diesem Stempelbuch stehen. Ganz genau, richtig. Und wenn man dann im Dungeon war, die Dungeons bestehen grundsätzlich aus 2 Elementen, nämlich aus Rätselelementen, wo man eben die Magiefähigkeiten einsetzen muss, und aus Kampfelementen. Da ist es eigentlich so, man sieht es auch hier, die gerade in den ersten Dungeons sind die Rätsel jetzt nichts, was man nicht schon mal irgendwo gesehen hat. Mhm. Ne? Also ich hatte in einigen Dungeons sehr starke Vibes von den Breath of the Wild Schreinen, weil die teilweise ähnliche Rätsel haben und ähnlich funktionieren. Aber auch das wird in den späteren Verlauf des Spiels durchaus besser. Also gerade die ersten Dungeons, die sind, finde ich, kein guter erster Eindruck, wenn man sich denkt, so ja gut, habe ich alles schon mal gesehen, es ist alles nicht sonderlich schwierig. Und später die Dungeons werden durchaus größer, die werden umfangreicher, die werden spannender, die sehen besser aus und die haben auch ein bisschen schwierige Rätsel am Start. Also für alle Leute, die sagen, ah, die ersten Dungeons haben mir nicht gefallen, da kann ich euch ein bisschen zumindest beruhigen, weil ich finde, später die Dungeons werden deutlich, deutlich besser von der Qualität her. Und dementsprechend würde ich da empfehlen, sich durch die ersten so ein bisschen durchzusehen und die eher als Tutorials zu sehen. In den späteren wird es auf jeden Fall deutlich interessanter. Und du das gerade gesagt hast, dass die besser aussehen. Mhm. Wie stehst du da? Wie steht ihr denn generell so zum Look des Spiels? Findet ihr das visuell schön umgesetzt? Ich finde super den Look, muss ich sagen. Also es ist auch natürlich wieder so eine Geschmacksfrage. Es ist sehr stilisiertes Cell-Shading, so in dem Stil gemacht mit diesen sehr klaren Farben. Du kannst ja auch noch mal einstellen, dass die Schraffierung mal stärker oder weniger stark sein soll, wenn dich dieser Effekt dann noch mal stört. So dieses Pop-Art-Fast-mäßige, wie das dann alles ausschaut. Aber Look finde ich für mich persönlich also richtig klasse, auch vor allem, weil da so diese Österreich-Stimmung so rüber haben, wenn du dann in der Stadt unterwegs bist oder oben auf den Bergen oder zu den verschiedenen Locations hinkommst. Ich habe es auf der Xbox gespielt, auf der Series X, habe schön, mein Beamer kann 120 Hertz. Wenn du dann den Leistungsmodus einstellst, sieht das auch so schön flüssig aus, im Grafikmodus weniger flüssig, wobei ich die Unterschiede da ehrlich gesagt nicht sehe. Aber den Look finde ich, haben schon sehr gut getroffen. Hm. Ja, finde ich auch. Ich muss ich natürlich dran gewöhnen, ein bisschen, gerade die NPCs, die sind ein bisschen steif. Ja. Und dadurch, dass man natürlich auch so ein bisschen in diesen Social-Sim-Elementen eine Beziehung zu den NPCs herstellen soll, ist es manchmal so ein bisschen,
Aber gerade dadurch, dass die NPCs eben auch alle eine eigene Geschichte haben und sehr authentisch rüberkommen, finde ich, dass das weicht das ein bisschen auf und man hat dann ein bisschen besseres Gefühl, mit den NPCs auch wirklich eine Beziehung aufzubauen, auch wenn die eigentlichen Figuren relativ steif wirken. Mhm. Das ist nämlich auch so der letzte Aspekt eines Tages. Am Abend kann man dann immer, nachdem man aus dem Dungeon raus ist, kann man entweder oder kann man erstmal einkaufen gehen, weil es gibt auch so ein Ausrüstungssystem, wo man sich bessere Waffen, bessere Rüstung und sowas kaufen kann. Und dann kann man sich entscheiden, jeden Abend entweder was für sich zu machen, zum Beispiel ins Kino zu gehen oder einfach zu chillen. Oder man kann mit einem der vielen NPCs, die im Dorf abhängen, etwas tun. Damit kann man dann meistens entweder die Beziehung mit den Charakteren verbessern, was einem wieder passive Boni gibt, aber auch Dinge freischaltet. Mhm. Es gibt zum Beispiel einen Hund, mit dem man sich anfreunden kann, der dann versteckte Dinge für einen findet. Mhm. Also man schaltet damit auch Sachen im Spiel eigentlich frei. Das ist was ganz gut ist, dass die einem aber auch vorher anzeigen, was du vorher freischaltest. Ja, das wird dir ganz transparent gemacht, sodass du direkt sagen kannst, ich brauche jetzt vielleicht das. Gegenüber Persona, wo du deinen Statuswert erhöhst und dann irgendwann mal irgendwas, eine Belohnung da ist, hast du die eigentlich hier immer direkt danach. Mhm. Genau, man hatte sofort den Vorteil im Blick. Und teilweise wird damit auch die Story weitergeschrieben. Also je nachdem, mit was für Leuten man spricht, kann das auch sein, dass man plötzlich am nächsten Tag einen besonderen Bereich sich angucken kann und einen besonderen Dungeon sich angucken kann. Mhm. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Es gibt zwar auch so ein Stat-System, das sind aber nicht die typischen Stärke, Intelligenz, Geschicklichkeit und so weiter, sondern Vertrautheit, Entspannung, Unterhaltung und Ansehen. Ja. Und damit kann man auch wiederum so bestimmte Sachen freischalten. Mit Ansehen kann man zum Beispiel mit weiteren NPCs sprechen, die vorher nichts von einem wissen wollen. Es gibt da so Influencer und so, die da abhängen. Mit Vertrautheit kann man eben die Beziehungen zu Charakteren verbessern. Mhm. Und man braucht teilweise auch eine bestimmte Anzahl an diesen Stats, um Ausrüstungsgegenstände zu tragen. Mhm. Später im Spiel, wenn man stärkere Waffen hat, kann man die erst tragen, wenn man ein gewisses Ansehen hat und so. Also das kann man dann immer im Laufe des Spiels ein bisschen verbessern. Das ist ein bisschen unauthentisch, ein bisschen weird, wenn man zuerst nicht weiß, okay, ich skill jetzt hier Entspannung. Was bringt mir das? Ja. Aber man kommt da eigentlich ganz gut rein. Man merkt relativ schnell, dass es, wo man dann den Charakter verbessert. Und es ist auch alles nicht super super wichtig. Also bei bestimmten Aktivitäten sagt dir das Spiel ja auch deutlich von wegen, das steigert meine Entspannung und es erhöht meine Trefferpunkte. So, wo ich dann gedacht habe, ja geil, dann gehe ich heute ins Spa. Und auch wenn du auf den Bergen bist, kannst du auch sagen, ich gehe nicht in den Dungeon, sondern ich setze mich da auf so eine Bank und gucke ins Tal. Ja. Und dann vergeht dieser Zeitraum. Das heißt, du kannst an dem Tag dann keinen Dungeon mehr machen, aber deine Energie erhöht sich. Und ich habe gemerkt, du kannst diese Sachen theoretisch auch mehrfach machen. Und ich habe mich irgendwann gefragt, ob du bestimmte Sachen verpassen kannst oder ob ich auch sagen kann, ja, die ersten 60 Tage gehe ich jeden Tag erstmal nur ins Schwimmbad, weil das Spiel das nicht begrenzt irgendwie von wegen, ja, du musst jetzt auch mal irgendwas machen. Das wäre tatsächlich interessant, so von wegen, bei Persona hast du immer so kürzere Zeitlimits, wo es heißt, du hast irgendwo ein kurzfristiges Ereignis, was dann so die Deadline ist. Ist so, wie lang geht dieser Urlaub? Der geht anscheinend wahnsinnig lang. Wie viele Urlaubstage hat die? Also sie hat anscheinend sehr, sehr viele Urlaubstage, das kann man auf jeden Fall sagen. Also, ich habe es nicht ausprobiert. Ich glaube, es gibt kein Zeitlimit, weil das Spiel die Story eher weiterführt, wenn du mit bestimmten NPCs einen Abend verbringst. Ja. Darüber wird die Progression getriggert. Dementsprechend gibt es, glaube ich, kein richtiges Zeitlimit. Und wenn ich mir so die PR vom Entwicklerstudio angucke, die meinen auch so, hey, du kannst am Tag machen, was du möchtest. Sehe es eher wie ein Urlaub an, das Spiel. Es gibt im Hintergrund kein krasses Zeitlimit, was dich irgendwie stresst, sondern du kannst einfach sagen, ich möchte jetzt heute vielleicht kein Dungeon machen, ich habe da jetzt gerade keinen Bock drauf, setz mich hier lieber hin, guck in die Ferne und mach am Ende des Tages irgendwie meine Socials-Erfahrungen. Das geht, glaube ich, schon. Also ich verstehe schon vielleicht den Sinn oder so dahinter, wenn du natürlich so ein Element reintust, das aber sehr aufweicht, dann weiß nicht, ob das so dann so greift wie bei den Vorbildern, die es gemacht haben. Also wenn du nicht irgendwie eine Entscheidung treffen musst, dass du was, du solltest was verpassen können eigentlich, ne? Sonst hast du ja gar nicht erst diese Entscheidung, die du triffst, was natürlich auch mehr Stress verursacht und so weiter. Da gibt es ja auch so Beispiele, die das so fast schon Roguelite-mäßig machen. Nach 7 Tagen geht die Welt unter, du musst wieder von vorne anfangen, dass du irgendwie so das dann Zeitmanage machst. Muss mal gucken, wie ich mich damit fühle. Genau, also ich finde es ganz gut, weil ich es besser finde, wenn ich weiß, ich verpasse jetzt nichts, wenn ich mal irgendwas mache, was ich jetzt gerade machen möchte. Das gefällt mir irgendwie besser. Aber es ist sicherlich Geschmackssache. Was auch Geschmackssache ist, ist so ein bisschen, sind die Kämpfe. Ja. Die sind okay. Ihr fasst es ja auch gut zusammen. Ihr habt auch mehr gespielt als ich dann letzten Endes.
Das Einzige, was ich nicht so bisher gemocht habe, waren Steuerung und wie die Kämpfe funktionieren. Mhm. Also die Steuerung, sie funktioniert schon, aber ich habe das Gefühl, sie ist irgendwie hakelig oder so. Wenn der Charakter automatisch springen möchte, irgendwie an die Wand greifen, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen steif an. Ich mag es auch überhaupt nicht, wie das Laufen da funktioniert. Du musst ja L reindrücken, aber sobald du irgendwo gesprungen bist, ist die Laufanimation wieder weg, dass du nochmal reindrücken musst. Mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, die es mir so ein klein bisschen madig gemacht haben. Ja. Also ich finde das alles ziemlich gut gemacht und ich habe eh Zelda-Likes und Persona-Elemente können viele Spiele von mir aus dann gerne haben, aber so steuerungstechnisch, glaube ich, hätte da noch mal ein bisschen mehr Feinschliff rein können. Das stimmt auf jeden Fall. Und das Gleiche gilt auch so ein bisschen fürs Gegnerdesign. Die sind alle relativ ähnlich. Es gibt dann mal Gegner, die ein paar Spezialfähigkeiten haben, aber das ist nichts dabei, was irgendwie groß ist. Und was mich auch ein bisschen schade fand, ist, im ersten Tutorial-Dungeon hat man am Ende direkt einen größeren Boss, den man nicht einfach so durch Draufschlagen kaputt machen kann. Ja, und der auch so eine eigene Introduction hat, ja, mit genau, dem Namen so groß da und sowas. Und ich dachte erst, es ist bei jedem Dungeon. Ist es aber nicht. Es ist, glaube ich, so einmal pro Bereich hat man noch mal so einen Boss. Mhm. Aber da hätten sie, finde ich, auch noch ein bisschen mehr machen können. Weil die Bosse machen wirklich Spaß, die sind wirklich cool, haben noch mal ein eigenes Design. Und ansonsten trifft man eigentlich eher am Ende eines jeden Dungeons auf stärkere Varianten der Standardgegner. Ja, wirkt echt früher, es ist normaler Gegner und du merkst es nur, weil der halt irgendwie fünfmal so viele Treffer aushält, genau, dass es einen Boss darstellen soll. Ja, es stimmt schon. Der ganze Kampfaspekt, den finde ich auch nicht so bemerkenswert. Auch diese Sachen, was du angesprochen hast, dass man manchmal nicht genau weiß, naja, benutzt das Spiel jetzt ein automatisches Springen oder möchte es jetzt doch, dass ich gerade A drücke, um das irgendwie zu machen? Das ist noch nicht perfekt, da kann man noch ein bisschen ran. Aber sonst, Setting, find die Dungeons erstaunlich gelungen. Für mich war es auch völlig okay, dass die ersten Dungeons nicht so schwierig sind. Ich bin niemand, der eine Stunde lang irgendwie überlegen. Also ich möchte nicht den Wassertempel von Zelda auf Time nochmal spielen, um das kurz zu machen. Ich möchte Sachen, wo ich auch einigermaßen entspannt durchkomme und das löst das Spiel auf jeden Fall ganz gut ein. Das finde ich auch. Und die Dungeons werden anspruchsvoller, aber werden nie so, dass du länger als eine halbe Stunde mal irgendwie in einem Rätsel hängst. Das ist eigentlich relativ gut. Und tatsächlich, was man auch nochmal sagen muss, ist ja auch ein Indie-Spiel, ne? Es ist jetzt kein Vollpreistitel, sondern es kostet, glaube ich, 25 Euro oder irgendwie sowas. Und gibt's auch einen Game Pass kostenlos und dafür finde ich es hervorragend. Mhm. So ungefähr 20 Stunden lang, sagen viele Leute. Man kommt da ganz, ganz gut durch. Und für mich hat sich tatsächlich ein bisschen wie so ein kleiner Urlaub vom Elden Ring DLC angefühlt. Weil ich da nicht die ganze Zeit auf die Fresse bekomme. Das ist doch ganz gut. Ja, genau solche Spiele sollte man fördern eigentlich. Und Zelda-Likes in 3D zu machen, ist super schwierig. Deshalb sehen wir so wenige dann davon. Oder Action-Adventures in der Form, die auf Rätsel dann setzen. Und ich könnte sowas, also wenn es das echt im echten Leben geben würde, ne, sonst wäre so eine Alternative, du gehst irgendwie so ein Escape-Room-Park oder so, wo du immer wieder eingeschlossen bist und mal rauskommen musst. Aber sowas, so vorgefertigte Dungeons, würde ich sofort machen. Ah, das wäre cool. Ich finde es aber auch witzig, dass die Protagonistin das auch immer so kommentiert mit, ich wäre gerade fast gestorben. Ja, ja. Warum mache ich das hier überhaupt? Warum bin ich überhaupt hier? Du musst erst mal fast gestorben sein, um zu merken, dass du noch leben möchtest. Ganz genau, richtig. Die ist ja komplett mit dem Burnout am Anfang. Ja, vielleicht sind das auch philosophische Sachen, die da reingreifen. Alright, wenn ihr sonst nichts mehr habt zu Dungeons of Hinterberg, gehen wir weiter. Schreibt ihr auch gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet, falls ihr das schon gespielt habt. Kommt zum nächsten Titel. Ich bin ganz offen, der ist in der Sendung drin, weil eine Kollegin mir schrieb, von wegen, ich habe dein Key bekommen, wollt ihr da mal für den Game Talk reingucken? Ich habe gedacht, so, ach ja, kannst du mal machen. Es ist nämlich ein neues Turtles-Spiel namens Splintered Fate mit dem Untertitel. Und ich habe das Gefühl, seitdem vor einigen Jahren Shredder's Revenge kam, was ja ein sehr großer Hit war, sehr beliebt war, gibt es wieder so eine Explosion an immer neuen Turtles-Titeln, von denen jetzt keiner so das Niveau wieder hatte, wie das Shredder's Revenge. Was wir hier haben, Splintered Fate, ich musste mich da erstmal dann so ein bisschen einlesen, ist der Switch-Port eines iOS-Spiels. Es war ursprünglich ein Exclusive im letzten Jahr für Apple Arcade. Das ist deren Abo-Angebot an Spielen, die nicht Free-to-Play sind, sondern du zahlst halt einmal diesen Abo-Preis und dann sind das aber vollwertige Spiele ohne Microtransaktionen. Und was wir tatsächlich hier haben, wenn wir es noch weiter runterbrechen, ist Hades mit Turtles. Das Spiel kopiert wirklich Hades sehr, sehr deutlich. Du hast als Hab immer deine Lehr in der Kanalisation. Und am Anfang stellt sich raus, Splinter ist verschwunden, also der Meister der Turtles. Und man muss losziehen, um ihn zu retten. Großes Feature hier, ich habe hier mal den Multiplayer-Trailer mit in dieses Trailer-Segment geschnitten. Man kann das im Koop spielen, das geht, unterstützt online und das unterstützt auch den lokalen Vier-Spieler-Modus, bietet sich bei einem Spiel die Turtles natürlich an und ist ein bisschen, zumindest ein kleines Alleinstellungsmerkmal für diese Art von Spiel, weil ansonsten haben wir natürlich solche Roguelike-Spiele oder Roguelite-Spiele sehr, sehr viel
schon gesehen in der Vergangenheit. Ich habe das Gefühl, Gregor möchte schon gerne was fragen. Wird das storymäßig erklärt, warum du da random Gegenden hast, wenn es genauso ist wie Hades? Weil Manhattan verändert sich ja eigentlich nicht im echten Leben, sagen wir es mal so. Es gibt da so Portale, die diese einzelnen Bereiche miteinander verbinden. Jetzt bringst du mich natürlich ein bisschen in eine schwierige Situation, weil das Spiel ist relativ redelastig. Oh, du triffst auch viele NPCs und auch in der Lair wird viel geredet. Das kennen wir auch von Hades. Bei Hades lebt es ein bisschen davon, dass es sehr, sehr gut geschrieben ist und exzellent vertont ist. Hier ist es auch vertont, mit englischen Sprechern auch, das ist auch okay. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht so sehr in der aktuellen Turtles-Welt drin. Ich kannte viele dieser NPCs nicht, mit denen man da spricht. Und die reden teilweise sehr, sehr viel. Da hätte ich es auf jeden Fall selber abgebrochen. Sind wir bei Gestalt, also die Cutscenes. Oh ja, da haben wir heute noch ein anderes Spiel. Bei einem anderen Spiel habe ich nämlich auch alle übersprungen, über die wir dann später reden. Oh ja. Ich spiele das eher solche Spiele tatsächlich, weil mir der Spielfluss Spaß macht. Und tatsächlich muss man sagen, entgegen meiner Vorbehalte, die ich initial hatte, das Spiel ist schon ganz gut. Also die erste Hürde ist immer bei Spielen, die von einer anderen Plattform auf die Switch portiert werden. Läuft das denn okay? Es macht es. Es hat nicht immer die 60 Frames. Es gibt immer mal so kleinere Nachladeruckler, gerade auch in Arealen, wo viele Gegner kommen. Da fängt es auch mal an, ein bisschen langsamer zu werden. Es gibt auch, das Spiel nennt das einen Filmmodus. Das ist halt einfach, dann läuft es mit 30 Frames. Würde ich dennoch nicht unbedingt empfehlen, sondern ich würde bei dem Standardmodus bleiben und dann läuft das schon ganz okay. Und ansonsten zieht es den Reiz halt eben auch daraus, dass du hast während der Runs immer diese Shop-Segmente, das kennt man auch, nur dass es hier nicht Karen ist, der dir Sachen verkauft, sondern ein anderer Typ, der auch so ähnlich aussieht. Und dann kriegst du nach jedem Raum, den du gemacht hast, kannst du dir irgendeinen Perk auswählen, sowas wie, ich möchte eine Pizza essen, um wieder mehr Energie zu haben, oder ich möchte bestimmte Angriffe boosten. Und dadurch, dass die Turtles natürlich auch alle unterschiedlich sind und unterschiedliche Waffen haben, bildet das Spiel auch das ab. Du kannst für jeden neuen Run dann auch wieder auswählen, mit wem möchtest du eigentlich losziehen. Dann haben die ihre Waffen, die man aus der Vorlage eben kennt, und auch so ein bisschen eigene Charaktereigenschaften. Also der eine schlägt ein bisschen härter zu, dafür ist der andere ein bisschen schneller, und das kann man quasi dann in Form der verschiedenen Turtles hier erleben. Und das funktioniert alles ganz gut. Es gibt zwischendurch Minibosse, wir haben hier gerade einen besiegt, und es gibt natürlich auch die quasi richtige Bosse, die immer diese einzelnen Biome abschließen. Auch hier habe ich mich teilweise echt an Hades erinnert gefühlt. Also nicht unbedingt jetzt hier bei dem Riesenkrokodil, aber bei einem anderen, den wir später noch sehen. Das ist echt. Kennst du nicht Leatherhead aus der griechischen Mythologie? Den kannte ich wahrscheinlich tatsächlich noch. Das ist wahrscheinlich auch ein älterer Turtles-Charakter. Der Bruder von Odysseus, ja. Okay. ich kenne so viele der neueren Charaktere nicht, der mit drin sind. Was mir aufgefallen ist, ich hatte viel Spaß im ersten Run und dann habe ich gemerkt, dieser Run wird immer länger und immer länger. Das Spiel ist sehr entgegenkommend gegenüber dem Spieler. Also du hast sehr klare visuelle Hinweise darauf, von wegen, okay, in welche Richtung wird der gegnerische Angriff gehen, welchen Bereich wird das abdecken. Wir sehen das hier an diesen grünen Kreisen und Pfeilen, die da immer auftauchen. Du kannst sehr, sehr gut den Sachen ausweichen. Und ich habe wirklich wahnsinnig lange an diesem ersten Run gespielt und schon einige Biome und Bosse da auch gelegt. Also das muss man wissen, das ist nicht das Spiel für die Leute, die sagen, die möchten das anspruchsvollste Spiel dieses Genres spielen. Das ist wahrscheinlich auch eher ein bisschen natürlich auch für eine jüngere Zielgruppe gemacht oder für Leute, die vielleicht nicht unbedingt die größten Core-Gamer sind, die aber auch Freude an so einem Spiel haben sollen, weil man kauft es vielleicht auch eher, weil man denkt, da sind die Turtles drauf. Und dann soll das nicht super schwierig sein. Hier bin ich dann tatsächlich auch mal gestorben, um zu demonstrieren. Da tut sich dann so ein Portal auf. Und dann sind wir wieder zurück zu Hause, können ein bisschen aufleveln. Du findest natürlich Sachen, mit denen du dir permanente Upgrades einfach kaufen kannst, die du über die Runs hinaus behältst. Das sind auch genau die Sachen, die man erwartet. Sowas wie, ich bin gestorben, okay, ich werde einmal wiederbelebt. Wir sehen das hier so ein bisschen, das nennt sich hier Drachen-Upgrades. Aber hey, ich kenne Hades und ich kenne auch viele andere Spiele in dem Bereich. Und das ist wirklich okay gemacht. Der Nachteil natürlich jetzt gegenüber dem Apple Arcade Spiel, was Teil eines Abos war, auf der Switch bezahlst du jetzt 30 Euro für dieses Spiel. Da muss man dann immer wieder jeder für sich selber wissen, ist einem das wert? Vielleicht eher noch, wenn man sagt, man möchte auch den Koop spielen, dann ist das vielleicht auch eine gute Wahl im Vergleich zu etwas besseren Spielen aus diesem Genre, aber es ist absolut kein Lizenz-Grab, sondern schon ein Spiel, was durchaus Freude macht für ein paar Stunden. Es zeigt schon, Apple Arcade ist so, also aus meiner Bubble zumindest raus. Ich bin da immer wieder überrascht. Ach, so ein Spiel gab's, ne? Ja, war vor 2 Jahren schon da rausgekommen. Ja. Ob es jetzt
World's End Club ist, so Visual Novel-Style Adventure, ja. Oder Air Twister, glaube ich, war auch mal ein. Und dieses von dem Final Fantasy-Typen, was schön aussieht. Fantasian, genau, ja, das kommt ja auch noch als Switch-Version. Kann man sich immerhin sicher sein, dass die technisch nicht zu aufwendig sein müssen, dass die auf der Switch noch gut laufen. Ich habe ein bisschen Bock drauf, ich habe es jetzt auch bekommen, um es zu spielen, aber ganz ehrlich gesagt, wenn ich so richtig Bock auf so eine Art von Spiel habe, würde ich fast eher Hades 2 spielen aktuell. Klar, aber es gibt natürlich auch immer den Punkt, also auch nach Elden Ring, also ich muss jede Folge jetzt hier gerade Elden Ring einmal erwähnen, weil ich das einfach so toll fand. Es wird auch wieder Zeiten geben, da spielst du auch wieder ein anderes Souls-like und genauso bist du mit Hades ja auch irgendwann mal durch. Und deswegen ist dieses Genre jetzt nicht für immer einfach abgehakt und es hat natürlich schon noch eine Berechtigung, dass es einfach weiterhin. 30 Euro ist eine Ansage, natürlich. Mhm. Wenn ihr den letzten Turtles-Film nicht gesehen habt, der ist sehr, sehr gut. Mutant Mayhem. Würde ich fast sogar sagen, das ist einer meiner Lieblingsfilme im letzten Jahr gewesen. Okay, was hat der für einen Look? Ist das dieser Nickelodeon? Nein, der hat so einen ganz speziellen, es war computeranimiert, aber sieht eher aus wie so schraffierte Zeichnungen, mal ganz anders. Nicht ganz Spider-Man, Into the Spider-Verse, aber irgendwas so dazwischen, zwischen Pixar und dem hier. Und kompletter 90er-Jahre-Hip-Hop-Soundtrack. No Diggity. Geht's richtig ab. Ja, erstaunlich, dass die Turtles wieder so prominent unterwegs sind. Es gab ja auch mal ein paar Jahre, da waren die nicht so angesagt. Und es kommen dieses Jahr, ich glaube, noch ein oder zwei weitere Videospiele raus. Auch die werdet ihr gegebenenfalls hier im Game Talk dann sehen können. Hey, das ist wie bei den Pokémon, ne? Also es wachsen immer wieder neue Generationen ran, weil die Dinger für die Kids drin sind. Und bei den Turtles können natürlich die Kids genießen. Oder die ganzen hängengebliebenen Man-Children, die dann voll Bock drauf haben wieder. Also wir quasi. Ja, du damit? Ja, inkludiert hier. Jetzt mache ich vielleicht unbeliebt. Sind Turtles DC? Nein. Turtles, nee, die haben ganz eigene. Das ist was eigenes. Das ist eigene, ja. Wobei, die haben bestimmt irgendwelche Crossover da mal gemacht. Da gab es doch irgendwie, nee, Turtles und Star Trek, glaube ich, gab es mal eine Crossover. Okay, das Ding wird. Ja, ich muss mal gucken, das war aber ein eigenes Comic-Label, meine ich. Okay, das finden wir raus. Wir machen derweil noch kurz weiter mit einem anderen neuen oder kommenden Titel. Mirage Studios. Den Gregor mitgebracht hat. Und zwar geht es um Niva, ein Spiel, was meines Wissens nach auch von Devolver ist, lieber Gregor, aber korrigier mich da gerne. Hast du das schon gespielt? Neva wird es ausgesprochen im Spiel, ist von dem Team, das Gris gemacht hat vorher. Ein Spiel, was ich immer wieder spielen wollte und es nie geschafft habe in den Jahren dazwischen, obwohl es eigentlich meine Kragenweite ist. Wurde vor einiger Zeit mal angekündigt, soll dieses Jahr erscheinen und man konnte Teil der Presse eine Demo anfragen, die beim Summer Game Fest gewesen ist. Die habe ich jetzt gespielt. Du spielst eine Frau, die mit einem Wolfsjungen unterwegs ist und das ist so ein Cinematic Platformer. Was genau das Ziel der Reise ist, es gibt so ein dramatisches Intro, das will ich nicht vorwegnehmen für die Leute, die es dann sehen. Auf jeden Fall gibt es da so einen Grund, warum die beiden unterwegs sind mit dem kleinen Wolfsjungen und das hat fast schon so eine Prinzessin Mononoke-artige Stimmung mit sehr malerischen Umgebungen und so Wesen, Waldwesen, gegen die du dich erwehren musst. Und du musst nicht nur mit deinem Charakter, mit dem du Double Jumps und Air Dashes machen kannst, so durch Level kommen, sondern du musst dann auch teilweise mal Wege finden, weil der Wolf dann ganz anders springen kann als du, dass der dann auch dann mitkommen kann. Es tauchen dann auch so Gegner auf. Das hatte fast schon dann so ein Element wie bei Ico, ne, wo man dann, oh, der Hund wird irgendwie dann entführt. Ich muss dann die besiegen mit so ein Standard-Schwert-Kombo und alles. Also alles sehr, es hat sehr schön geflowt. Die Demo hat so 40, 45 Minuten gedauert. Und die Leute, die Grease gesehen haben und gespielt haben, also man sieht es ja hier auch an dem Trailer, den wir hier gerade geguckt haben, audiovisuell ist das schon sehr, sehr gut gemacht. Das hat eine sehr coole Stimmung. Ich konnte auch schon mal, nachdem man die Demo durchspielt, zeigt ein Trailer so Spielszenen von später, wo sich auch das Alter wohl von dem Wolf verändert und die Fähigkeiten anders werden und der Anspruch mit den Aufgaben. Innerhalb der Demo ging das alles sehr behutsam los, ne? Bewegst von einem Punkt zum anderen und da kommt mal ein Element dazu, jetzt müssen wir Double Jumpen, jetzt kommen erstmal Gegner dazu. Und alles sehr, sehr malerisch gemacht. Ich habe es sehr gut empfunden. Es hat mir echt Spaß gemacht. Es ist jetzt nicht so ein Another World oder ein Flashback oder sowas, wo du dich dann richtig auf knallharte Rätsel oder so versteifen musst. Aber es gibt schon ein Heart of Darkness vielleicht. Könnte so ein bisschen da sein. Ja, aber wobei Heart of Darkness auch schon da war. Okay, hier ist der Bildschirm, kratz bloß nicht ab. Ne? Ja, stimmt. Und hier triffst du ab und zu mal eben so auf richtig schöne Puzzle-Effekte. Oder besser gesagt Puzzle und mit Grafikeffekten, dass da gespielt wird und dass du verschiedene Puzzles, wie du weiterkommst. Alles relativ nonverbal, ausgenommen mit dem Charakter, weil du hast auch einen Button, um Neva zu sagen, um sie zu rufen oder herzupfeifen, wenn mal der Wolf nicht bei dir ist. Und
Ja, ich bin mal gespannt darauf. Ich hoffe mal, dass es die Demo für euch da draußen auch dann irgendwie den Weg so zum Runterladen gibt, weil ich war interessiert, als ich den Trailer gesehen habe und als ich es jetzt gespielt habe. Ich mag Cinematic-Plattformen, die auch mal eine ganz andere Stimmung haben. Gerade wenn du selbst auch Haustiere hast oder einen Hund und da entsteht, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Gefühl, wenn du da mit deinem Haustier im Spiel hier gefühlt unterwegs bist dann. Und ja, ich bin sehr angetan. Ist ein Wolf für dich ein Haustier? Naja, hier ist es ja quasi repräsentativ dafür, für die Beziehung zwischen einem Menschen und seinem Tier. Ne? Und wenn es jetzt ein Wolf innerhalb des Spieles ist, der Wolf verhält sich ja auch wie ein Hund dann in vielen Dingen da. Steffen, wie stehst du zu Cinematic Platformer? Grundsätzlich bin ich da auch pro, aber ich muss sagen, mir fehlt meistens halt irgendwie die Zeit dafür, weil gerade wie du schon gesagt hast, Gregor, so für so Spiele. Das Herz fehlt dir dafür. Ja, das vielleicht auch, aber es ist immer so ein bisschen. Man hat schon Bock, sich darauf einzulassen, aber gerade so Trailer und auch Gameplay-Trailer zeigen meistens dann halt nicht so richtig viel, wie viel Gameplay da jetzt wirklich hintersteckt. Und ich muss sagen, ich spiele solche Spiele halt gerne wegen des Gameplays und die Story ist mir auch wichtig, aber ich langweile mich schnell, wenn so Cutscenes oder Cinematic-Geschichten dort zu lange sich ausdehnen. Yeah. Ich da nichts machen kann. Also so Visual-Novel-Style. So ist es nicht. Denen, bin ich ja. Kein Fan von, ja. Die haben es, glaube ich, auch nochmal irgendwie anders. Also es ist ein emotional aufgeladenes Abenteuer, ist das Genre, okay. Was sie. Also es ist ein Action-Abenteuer. Okay, ja. Den Szenen in dem nach dem Ende der Demo gezeigten Trailer nachzuurteilen, wird das auch nochmal actionreicher und aufwendiger. Okay. Das war noch nicht so enorm in der Anfangsphase, die du gespielt hast, sondern eher mal Gameplay einführen und zeigen, wo du drin bist. Du musst aber schon Bock haben, von links nach rechts zu laufen. Ja, das, und jetzt nicht das unbedingt kann ich dann, grundsätzlich, ja. Nachdem wir so viel klassische Metroidvanias bekommen haben in den letzten Jahren, dass du nicht immer wieder mal auf eine Map gucken musst, und ja. Wo ist der Schlüssel, den ich da raushole, sondern eher kleinere im Moment Rätsel, die du dann löst. Wie komme ich da oben auf den Vorsprung? Und oder ist ein Gewächs, welchen Gegner muss ich besiegen, damit dieses Gewächs runtergeht und wir dann okay. Durchkommen. Mhm. Sowas zwischendurch mal, ich meine, so ein Inside oder Limbo sind ja auch ganz coole Spiele. Stimmt, aus der Neuzeit noch. Wann kommt's raus, Gregor? Weiß man schon? Es steht nur 2024. Für alle Plattformen, ne? Ich habe es jetzt hier nur bei Steam stehen, aber wahrscheinlich ist es auch bei allen Plattformen. Also ich habe es auf Steam gespielt. Ja. Hier, warte mal, wird dieses Jahr verfügbar sein für PC, PS5, Xbox Series S und X und Switch. Also für alles außer Apple Arcade. Das ist, glaube ich, okay. Ich freue mich drauf. Wir werden sicherlich reingucken, wenn es an den Start geht. Ich würde sagen, jetzt gönnen wir uns allen mal ein kurzes Päuschen und dann haben wir noch eine Menge toller weiterer Spielethemen für euch. Hey, Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Hallo, herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Und wir machen direkt weiter mit einem Spiel, das Nintendo letztens über einen sehr interessanten Teaser angekündigt hat. Wir können das erste Video dazu mal laufen lassen und es hat für viel Aufsehen gesorgt, weil es sehr Nintendo-untypisch war. Zum einen durch seine relativ verstörende Art und zum anderen ist es auch sehr ungewöhnlich, dass Nintendo sowas raushaut und keinen Kontext dazu liefert. Weil ich glaube, eine Firma wie Nintendo ist immer sehr bemüht darum, alles direkt einzuordnen und sagen, das hier ist Super Mario 87, da hüpft der Klempner durch diese Welt und rettet die Prinzessin und alles soll möglichst transparent kommuniziert sein. Und hier hat man sich mal für einen ganz anderen Weg entschieden und so ein etwas gruseliges Video von offensichtlich einem Typen in einem Mantel veröffentlicht, der eine Plastiktüte mit einem Lächeln über seinem Kopf trägt. Sieht doch sympathisch aus. Also freundlich aus, fröhlich. War das nicht Ghost in the Shell? Standalone-Complex? Ich glaube, da gab es auch so eine ähnliche Story, sagen wir mal. Und Cody Rhodes trug auch mal eine Zeit lang eine Papiertüte über dem Kopf. Da haben wir alle Popkulturreferenzen einmal drin. Was man dann relativ schnell wusste, war so ein bisschen ein Wort oder ein Titel, den man sich daraus ableiten konnte, nämlich Emio, der lächelnde Mann. Jetzt hat Nintendo das auch wieder ein bisschen ungewöhnlich nicht so lange geritten, diese ganze Spekulationsschiene und den ganzen Talk, der darum entstanden ist, sondern dann relativ unspektakulär das einfach in Form einer Pressemitteilung aufgelöst, kurz darauf mit einem längeren Video, in dem ein Mensch spricht, namens Yoshio Sakamoto,
Das ist der Producer einer Reihe, die auf dem Nintendo Famicom, auf dem NES damals zwei Teile schon hatte, nämlich Famicom Detective Club. Die beiden Remakes davon konntet ihr auf der Switch vor einigen Jahren spielen. Das sind so Mystery-Visual-Novel-Spiele. Und dieses Emio, der lächelnde Mann, ist quasi ein neuer Teil dieser Reihe. Und ich habe das dann, als der Trailer angekündigt wurde oder als dieses Video kam und die Pressemitteilung, habe ich es Gregor geschickt. Ich habe selten von dir so eine euphorische Reaktion auf irgendwas von dir erlebt, wenn ich dir irgendwas zum Spiel mitgeteilt habe. Ja, ich habe mich sehr gefreut, weil es auch sehr unerwartet kommt. Ich habe damals den zweiten Teil von Famicom Detective Club, da gab es eine Fanübersetzung, es kam auf dem Super Nintendo Satellaview in Japan raus, als Download-Game. Und ich bin eh allgemein Fan von so Murder-Mystery-Novels, noch natürlich im ganz klassischen NES-Famicom, so mit Menü an der Seite Stil, wo du dich so Standbilder durcharbeitest. So, und das war ja so ein bisschen so das Äquivalent zu den Point-and-Clicks, die wir hier hatten. Wir hatten in Japan diese ganzen Murder-Mysteries da. Und das war, fand ich immer, ob auf dem Super Nintendo, die ersten Teile, die waren auch noch mal in Japan so auf Famicom Disk System rausgekommen. Habe jetzt vergessen, die mitzubringen, weil ich habe noch so das auf Famicom Disk System hier. Waren echt so ein ungewöhnlicher Farbtupfer im Portfolio von Nintendo. Weißt du, dass ich den Super Nintendo Teil, ich hatte da gerade Phoenix Wright durchgespielt auf dem DS. Hab ich gedacht, ach, jetzt will ich ja mal noch was anderes spielen. Was gibt's denn noch? Was ist denn da auf dem Super Nintendo hier? Oh, und dann habe ich das auch in einem Rutsch dann durchgeballert und es hat mir echt Fun gemacht. Muss auch sagen, der Sakamoto hier ist ja auch der so verantwortlich für Metroid, für viele Sachen gewesen. Ich glaube, sogar Game Director von Super Metroid, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also hat er sowieso schon mal einen Stein im Brett bei mir. Wo er den Stein wieder verloren hat und das Brett auch, war für Metroid Other M zwischendurch. Deshalb, als die Ports gekommen sind auf die Switch, die Neuauflagen vom Famicom Detective Club, da konnten die Leute heutzutage mal sehen, ob das was für sie ist. Muss man natürlich dann gucken, dass du so Bock auf diese wirklich sehr entschleunigten Visual Novel, lauf mit Leuten rum, rede, versuche irgendwelche Murder Mysteries zu lösen. Du spielst immer so einen Nachwuchsdetektiv und was ich jetzt für einen neuen Teil mir erhoffen würde, weil ich allgemein sowas mag, und wir hatten, glaube ich, letzte Woche ja noch über Another Code gesprochen, was du auch irgendwie so in der Reihenfolge da fast schon sehen kannst. Man hat bei den Neuauflagen von Famicom Detective Club gemerkt, dass das Spieldesign schon 30, 35 Jahre alt ist. Auch vor allem mit diesen den Story-Triggern. Okay, damit die Story weitergeht, muss ich fünfmal mit der Person reden, aber einmal in die andere Location gehen und dann kurz einen Baum angucken und dann wieder mit dieser Person reden. Da ist Steffen schon komplett raus. Da krieg ich direkt so Flashback an die alten TKKG-Spiele. So richtig, da kriegt direkt PTSD. Also das ist leider so eine klassische Visual-Novel-Krankheit, ne? Damit du sie, von den Älteren vor allem, damit du sie eben nicht an dem Nachmittag durch hast. Selbst so ein Spiel wie Snatcher, was ich sehr schätze, funktioniert auf die gleiche Art, wo du erstmal den richtigen Trigger finden musst. Und dann, ich habe doch die 17 Gesprächsoptionen schon gemacht. Und bei Famicom Detective Club kommt eben nochmal dieses sehr tragende und entschleunigte dazu. Zweiten Teil finde ich stärker als den ersten. Mhm. Und wenn ihr das jetzt in der modernen Sensibilität machen, könnte Emio ganz cool werden. Was war denn welcher? Ich habe The Missing Heir durchgespielt, also der verschwundene Erbe. Missing Heir ist der erste Teil. Und der zweite Teil ist das Mädchen, was im Hintergrund steht, oder Girl That Stands in the Back oder so. Girl That Stands Behind. Stands Behind oder so haben sie es dann übersetzt, wo es darum geht, dass die Seele eines verstorbenen Mädchens in der Schule auftaucht und eine neue Mordserie losgeht. Mhm. Und das war dann ein Prequel zu dem ersten Teil, weil im zweiten Teil findet man raus, wie der Nachwuchsdetektiv zum Nachwuchsdetektiven wird. Also auch alles ganz komisch zusammengeballert. Das zweite hast du dann nicht mehr angegangen, denke ich mal, ne? Ich habe es vielleicht noch angefangen, aber dann nicht mehr durchgespielt. Also back-to-back, so zwei sehr langsame, du hast es eben schon gesagt, gesprächslastige Spiele spielen, da hat mir dann auch die Zeit in dem Moment ein bisschen gefehlt. Ich freue mich dennoch jetzt auf den neuen Teil. Ich bin gespannt, ob der ein bisschen noch düsterer wird, weil dieses Setting, es geht da ja, wir haben das eben, falls ihr die Videoversion schaut, dieses Video ist ja hauptsächlich um ihn gestrickt und er gibt da seine O-Töne und da ist sehr wenig Spielmaterial eingebaut, aber es geht um einen Schüler, der tot aufgefunden wird und eben diese Tüte auf dem Kopf hat mit dem Gesicht drauf und das bezieht sich auf so eine urbane Legende von einem Killer, der halt so unterwegs ist und das macht. Ich glaube, es wird eine USK 16 werden, schon auch ungewöhnlich und bin auch gespannt darauf, was sie eben spielerisch vielleicht auch modernisieren werden im Hinblick darauf, was du angesprochen hast, oder ob es einfach das gleiche Spiel wird, nur mit einer neuen Geschichte und vielleicht einen neuen Look oder so, aber ansonsten auch eigentlich im Grunde nur aus Gesprächen besteht. Genau, ich hoffe, dass sie da spieltechnisch das modernisieren. Die haben schon angekündigt, dass es eine Retail-Version zumindest in Amerika gibt. Die gab es ja von den Famicom Detective Club Remakes nicht. Die gab es ja nur als Download, was ich ein bisschen schade fand, so als Sammler von solchen Sachen.
Vielleicht kommt das ja noch mal in einem Megapack oder so raus, dass du die dann noch mal haben kannst. Und ja, wenn nicht Metroid Other M wäre, was ich gerade storytechnisch stark hinterfrage. Ja. Ne? Also Sakamoto hat sonst nur Spiele gemacht, die mir eigentlich gefallen, ja, in der Art. Aber hier müssen wir gucken, ob er es noch drauf hat, wenn er sich nicht auf etwas beziehen muss, was schon von Anno dazu mal da gewesen ist. Man sieht, glaube ich, hier daran auch, Nintendo natürlich, wenn du dann so lang langlebige Mitarbeiter da hast, die schon seit 30, 40 Jahren in der Firma sind, die haben vielleicht so ein Standing, wo sie sagen können, wir machen das jetzt mal. Ja. Ne? Na, weil ich weiß nicht, ob das Verlangen nach einem Famicom Detective Club so groß da draußen war, trotz der Neuauflagen. Und man hat ein bisschen einen kleinen Backlash auch gehabt, ne? Falls ihr es mitbekommen habt online. Hab ich nicht mitbekommen. Weil Leute haben nach dem Teaser erwartet, oh, kommt jetzt ein Third-Person-Survival-Horror-Game, ja, von Nintendo. Ja, viele haben gedacht, es wird ein Bloober-Team spielen. Oder noch schlimmer. Also je nachdem gab's auf jeden Fall enttäuschte Meinungen, ja, die online dann durch Twitter und andere Social Media Kanäle gegangen sind, einfach weil dann Famicom Detective Club, aber ich hatte mir jetzt doch schon ausgemalt, was für ein cooles, ja, eine coole neue IP das ist, und Nintendo macht ja so gut wie gar keine neuen IPs. Eternal Darkness. Das ist das größte Problem, ja. Eternal Darkness noch schlimmer. Ja. Wahrscheinlich ist es deswegen Nintendo in der Vergangenheit immer gesagt, so nee, wir wollen lieber direkt immer sagen, was es ist. Haben es jetzt einmal ausprobiert und direkt, nee, das machen wir nie wieder. Ja. Also als Teaser hat das gut funktioniert. Finde ich auch. Also ja, da war ich auch, oh, interessant, mal sehen, was das wird. Ja. Dass sie natürlich dann unzeremoniell, übrigens, jetzt kommt Sakamoto und redet 10 Minuten. Gut, das ist ein anderes Ding, bestimmt, ja. Naja, wir gucken rein, wenn es rauskommt. Es wird Ende August der Fall sein, kurz nach der Gamescom, am 29.08. natürlich exklusiv für Switch, wie immer bei Nintendo, abgesehen von ihren Mobile-Spielen, selbstverständlich. Da gucken wir dann einmal drauf, wenn es rauskommt. Jetzt kommen wir zu einem völlig anderen Thema. Die Action- oder die Shooter-Fans unter euch könnten es mitbekommen haben, weiß ich nicht so genau. Es liegen zwei Beta-Wochenenden von Concord hinter uns. Das erste war eine geschlossene Beta, das zweite eine offene am jetzt gerade zurückliegenden Wochenende. Wir können da gerne schon mal in den Trailer reinstarten. Und ich habe gesagt, ich will mir das doch mal anschauen. Das ist ein Spiel, was von Sony kommen wird am 23.08. entwickelt von einem Studio, das auch mittlerweile zu Sony gehört, namens Firewalk Games. Das wurde 2018 gegründet, maßgeblich von Leuten, die vorher mal bei Bungie waren, also der Creative Director zum Beispiel und die Producerin. Und ein paar Jahre später hat Sony dann auch Bungie übrigens übernommen. Das wussten sie vielleicht aber noch nicht, als sie Firewalk Games übernommen haben und Concord in Auftrag gegeben haben. Anyway, Concord wird ein 5-gegen-5 Multiplayer-Hero-Shooter, der nicht nur für die PlayStation erscheinen wird, sondern auch für den PC. Ich würde mich erstmal, es gibt eine sehr naheliegende Diskussion um dieses Spiel. Ich würde das mal hinten anstellen, sondern erstmal jetzt ein bisschen das Spiel so an sich beschreiben und was meine Eindrücke davon waren. Und wenn man generell mal auf die offizielle Bezeichnung auch schaut, dann, ich zitiere da mal eben draus, Concord ist ein neuer teambasierter First-Person-Shooter für PS5 und PC. Stelle deine Freegunner-Crew aus galaktischen Gesetzlosen zusammen und spiele online mit Freunden in 5-gegen-5 PvP-Modi in der Concord Galaxie. Sind jetzt hier schon im Material, was ich aus meinen Runden so ein bisschen mitgeschnitten habe, um das mal ein bisschen zu bebildern. Erster Eindruck so bei dieser, nach dieser sehr generischen Spielbeschreibung, ich denke so, okay, ist immer noch genau das, was ich denke. Dann steigt man so ein. Das Spiel hat sehr aufwendige, sehr schön gemachte, gerenderte Zwischensequenzen. Die haben sie auch als einzelne Trailer mittlerweile schon ausgekoppelt. Dann landest du zumindest in der Beta, die jetzt übrigens nicht mehr läuft, in einem Hauptmenü. Am Anfang kannst du nur einen Modus spielen, die haben teilweise ein bisschen andere Namen, als man die vielleicht kennt. Das sind aber typische Sachen wie Team Deathmatch oder nimm eine Zone ein und verteidige die. Die Beta gibt dir schon Zugriff auf alle 16 Freegunner, die es zum Anfang dann da geben wird, die tatsächlich verhältnismäßig unterschiedlich sind. So der erste Standardcharakter, der ausgewählt ist, ist ein typischer Soldat mit einem Gewehr und der hat zwei Fähigkeiten. Das eine ist eine normale explodierende Granate und das andere ist eine Rauchgranate. Du hast aber eben auch die Leute mit Granatwerfern, mit Scharfschützengewehren, mit Revolvern, je nachdem, wie groß und wie schwer die Leute sind, bewegen die sich unterschiedlich schnell und du musst so ein bisschen für dich gucken, wer ist denn die Figur, mit der ich mich wohlfühle, mit der ich gut spielen kann. Die erste Sache immer so, die man bei einer Beta befürchtet, ist sowas von wegen, komme ich eh nicht rein, werde mich nicht verbinden können, werde warten müssen. All das bei Concord kein Problem gewesen. Ich hatte gar keine Lags, ich hatte keine Verbindungsprobleme. Spiel lief super, die Leute sind nicht irgendwie rumgewarpt, weil ihre Verbindungen schlecht waren oder so. Hat sich angefühlt fast, als würde ich offline spielen oder nur auf meiner Konsole. Da gar keine Probleme. Ich hatte ein bisschen, habe ich mich gewundert darüber, dass die Wartezeiten
vor und nach den Matches sehr, sehr lang waren. Also das müsste in der späteren Version auf jeden Fall angepasst werden. Du hast immer eine sehr lange Anflugsequenz auf den Planeten. Dann fallen die fünf Figuren alle runter, stehen nochmal da, machen einen coolen Spruch und dann irgendwann fängt auch das Spiel mal an. Standardmodus jetzt hier, der am Anfang freigeschaltet war, eben so ein Deathmatch. Ihr seht es oben, das sind jetzt hier noch 6 Minuten 30. Dauert insgesamt 10 Minuten oder es geht so lange, bis ein Team 30 Kills erreicht hatte. Das Schöne war daran, dass wir jetzt hier das nicht live spielen. Ich habe einfach ganz viel reingeschnitten von meinen Abschüssen, die ich hatte, damit es so, als wäre ich richtig kompetent in dieser Art von Spiel, was nicht unbedingt der Fall ist. Hier bin ich auch mal eliminiert worden. Nur um zu zeigen, dass man dann wieder zurück in der Charakterauswahl landet und es ist so, dass das gleiche Fünfer-Team darf einen Charakter nicht zweimal verwenden. Das heißt, du, wenn dein Liebling schon weg ist, musst du dich eben mal für einen anderen entscheiden und damit dann spielen. Hier habe ich einen ganz guten Pick gemacht, weil diese Waffe hier mir ganz gut getaugt hat. Ich weiß nicht genau, was für eine Art von Waffe das ist. Vielleicht irgendwie eine Art von Pistolenarmbrust. Ja. Hier, dieser Charakter, den wir hier sehen, die fand ich in der Beta noch sehr, sehr schlecht, weil die einfach so, so lahm sind, selbst wenn du rennst. Die halten natürlich so viel aus wie ein Panzer. Also wenn du so einem begegnest, dann ist das für dich meistens der Tod. Aber es macht nicht viel Spaß, damit selber zu spielen. Dann ist so eine Runde vorbei. Du hast die typischen Sachen, wie du levelst den Charakter individuell auf. Du hast einen übergeordneten Level, der für dich quasi aufsteigt. Dann schaltest du nach und nach auch in der Beta schon eben neue Spielmodi frei. Wir sehen hier mal ein bisschen so eine Übersicht über die verschiedenen Waffen und Fähigkeiten dieser Charaktere. Und ich saß da, ich habe es wirklich ein paar Stunden gespielt und habe gedacht, ja, es macht mir schon Spaß so. Aber ich habe mich auch die ganze Zeit ein bisschen gefragt, was ist eigentlich so der USP dieses Spiels? Weil es ist wirklich durch und durch halt ein Hero-Shooter, wie wir sehr, sehr viele auf dem Markt schon haben. Und bevor ich mit meinen Ausführungen und vielleicht auch den etwas problematischeren Aspekten weitermache, weil ich jetzt sehr viel am Stück geredet habe, habt ihr schon mal irgendeine Zwischenfrage zu Concord vielleicht? Also vielleicht keine Zwischenfrage, nur einen Kommentar zur letzten Frage. Man muss einfach fairerweise sagen, dass gerade in diesem Genre der Hero-Shooter und der Arena-Shooter sind wir ja aktuell ja gerade in der Phase, wo die Konkurrenz eher wieder größer wird. Ne? Mhm. Wir haben X-Defiant, was im Endeffekt ja das genau dasselbe ist, auch wenn da die Fähigkeiten und die Heroes in Häkchen ein bisschen realistischer sind als hier. Aber man hat das, was gerade erst rausgekommen ist, was natürlich aber auch sehr gut funktioniert. Wir haben immer noch Spiele, die schon sehr, sehr lange gut funktionieren, wie Overwatch 2, wie Call of Duty natürlich und wie Valorant. Ich weiß halt nicht, für wen dieses Spiel sein soll, um ehrlich zu sein. Also, und gerade, ne, wir haben jetzt X-Defiant, ist Free-to-Play. Ich weiß nicht, auf welcher Basis der Monetarisierung Concord laufen wird, aber es gibt eigentlich genug, was Leute spielen können. Ich verstehe nicht, warum Sony da jetzt noch rein will. Ich kann dir das sagen, das Spiel wird einfach konventionell verkauft. Dieses Spiel wird, wenn es rauskommt, nach aktuellem Stand 40 Euro kosten und du hast eben schon mal die großen Namen genannt, so Alternativen wie Overwatch 2, Valorant, Apex, die haben alle gemeint, das sind Free-to-Play-Spiele und so leid mir das tut für den Aufwand, der hier betrieben wird von offensichtlich Leuten, die sowas kompetent machen können. Das Spiel macht wirklich Spaß, sieht okay aus. Aber an dem Wochenende, ich kann das jetzt nur von Steam ableiten, weil da kann man das sehen anhand der Steam-Database, bei der PlayStation weiß ich es nicht genau. Bei Steam war der Peak an dem offenen Beta-Wochenende 2300 Spieler. Oder wenn du bei Reddit guckst, dann hat das Reddit-Board irgendwie 2000 Follower. Und wenn wir auf zum Beispiel, musst nicht mal die Großen nehmen. Es ist jetzt vor kurzem auch The First Descendant erschienen, ein Free-to-Play-Shooter. Viel mehr Aufmerksamkeit, viel mehr Spieler. Und ich muss da leider die Frage stellen, wenn das jetzt nur in einem Wochenende bei Steam, wo es umsonst ist, 2300 Leute spielen, wo du dann noch reinrechnen musst, das spielen auch Leute wie ich. Oder wie ihr beiden, die dazu einen Artikel schreiben, ein Video machen, einen Podcast machen wollen oder müssen, dann fallen vielleicht noch mal irgendwie ein paar Dutzend oder 100 Leute raus. Und wenn du so eine kleine Spielerbasis jetzt hast, die sich für dieses Spiel interessiert, weiß nicht, für wen oder wie man das in einem Monat für 40 Euro verkaufen will. Das war tatsächlich kostenlos freischaltbar? Ja, ja. Okay, also dass jeder an der Beta teilnehmen kann, keine Closed Beta, man die mitmachen kann. Ich kann nichts Sinnvolles ergänzen, weil ich mit dem Genre überhaupt keine Überschneidungspunkte habe. Ich denke mal, gerade bei solchen Sachen, Sony wird natürlich immer gerne den nächsten Service-Game-Hit haben wollen. Nicht umsonst haben sie sich Bungie geholt, um da besser aufgestellt zu sein für die Zukunft. Viele dieser Spiele, bei Concord haben wir ja auch erst vor vergleichsweise kurzen erfahren, dass es das Spiel gibt und dass da dran gemacht wird. Ich bin mir sehr sicher, dass da aber sehr lange Zeit dran entwickelt wurde.
Das ist immer so die Krux bei solchen Spielen. Wenn die dann fertig sind, ist der Markt noch da. Ja. Und sind die Lücken da, wo die etablierten Spiele da sind, damit sowas funktioniert? Ich denke auch, für so ein 40-Euro-Spiel könnte durchaus ein Markt da sein. Ich weiß nicht mehr genau, wie das jetzt mit Helldivers 2 gewesen ist, aber das war ja auch auf einmal ein großer Überraschungshit für Sony geworden. Es kann also auch in die andere Richtung gehen. Das riecht für mich sehr stark danach. Klar, das kannst du für 40 Euro kaufen, aber hol dir doch PlayStation Plus Premium, wo es gleich drin ist, sofort im ersten Tag. Und wenn es noch nicht drin ist, wird es wahrscheinlich sehr schnell drin landen, erstmal um es zu pushen. Das wäre genau auch meine Idee jetzt gewesen, von wegen, hey, mach das zum Start, vielleicht als einen der monatlichen Plus-Titel, weil du brauchst Plus eh, sonst kannst du ja nicht online spielen. Dann kannst du zumindest darauf hoffen, du baust dir vielleicht eine Spielerbasis auf. Also so einem Spiel jetzt wie Foam Stars zum Beispiel hat auch das nicht geholfen. Ja. Aber ansonsten, und ich meine es wirklich nicht böse gegenüber dem Spiel. Das Spiel ist okay gemacht und finde es auch schade gegenüber dem Aufwand, den sie betreiben bei den Charakteren oder auch den Render-Sequenzen, die es gibt. Da muss man vielleicht auch sagen, okay, vielleicht braucht es irgendwie noch PvE-Content oder Story-Content und man muss mit sowas kommen. Dann bist du halt, verschiebst du das vielleicht eher wieder auch in so eine Richtung, weiß ich nicht, wie Destiny, das haben ja auch Leute wegen der Geschichte gespielt, dass auch sowas da mit drin ist. Aber ansonsten, ich bin da wirklich leider ein bisschen skeptisch und kann mir jetzt gerade auch noch vorstellen, dass es entweder dazu kommen wird, das Spiel wird Free-to-Play, das Spiel wird verschoben oder es wird noch eine große Ankündigung geben, von wegen, da ist eine 20 Stunden Solo-Kampagne drin, weil so wird es das Spiel einfach, glaube ich, sehr, sehr schwer sonst haben. Es hat halt aktuell kein USP. Ne? Es hat, sieht, also zumindest von dem, was ich jetzt gesehen habe, hat es keine besonderen Spielmodi. Es hat die typischen Heroes, die wir alle schon mal dutzende Male gesehen haben. Es hat einen Style, den wir auch schon dutzende Male gesehen haben. Es hat so ein bisschen so Retro-Science-Fiction und auch ein bisschen auf lustig getrimmt, auch so Guardians of the Galaxy in Dialogen. So jeder hat irgendwie einen lustigen One-Liner noch zu sagen. Das haben wir auch schon in dutzenden anderen Arena-Shootern und so gesehen, dass die Heroes alle einen lustigen Spruch auf den Lippen haben. Also, gab es schon ein Beispiel für so eine Art von Service-Game, dass die initiale Meinung dann doch überwinden konnte und das sich dann gesteigert hat? Ich habe immer den Eindruck, wenn solche Spiele rauskommen und erstmal sofort der Diskurs negativ ist und nicht viele Leute dabei sind, dass da nicht irgendwie wieder der Schalter umgelegt werden kann. Sei es jetzt ein Suicide Squad, was wir bekommen haben. Nicht alles muss Lawbreakers oder Battleborn sein, aber die sind ja auch komplett versandet. Ich glaube, Rainbow Six Siege war nicht so erfolgreich am Anfang, wie es später wurde. Das stimmt. Ich glaube, ich sehr gemausert dann tatsächlich. Da hat Ubisoft natürlich auch einfach sehr lange drin gearbeitet. Und man muss auch fairerweise sagen, Rainbow Six Siege hat einfach es fühlt sich sehr, sehr anders an als viele andere Spiele auf dem Markt. Es hat einfach von Anfang an schon diesen USP gehabt. Und jetzt hier. Da habe ich auch nicht den Blick natürlich, wie viel Ubisoft dabei erbrecht. Da habe ich auch noch mitbekommen, dass es auf jeden Fall noch in der Popularität gestiegen ist. Nehmen wir dann solche Sachen aber wie Evolve oder Back 4 Blood oder so, die einfach dann nicht so gezündet haben, wie man es gehofft hätte. Und meiner Meinung ist immer, das ist immer die negative Meinung und die wenigen niedrigen Spielerzahlen kannst du nicht überwinden. Dann kannst du eher sagen, cut our losses und dann früher einstellen. Also ich will noch mal ein bisschen relativieren, was jetzt das Steam-Ding angeht, weil ich habe jetzt nicht Steam ausprobiert, sondern nur PlayStation. Wahrscheinlich war das da auch wieder Vorgabe von wegen, du brauchst einen PlayStation-Account bei Steam und das hassen die PC-Spieler. Stimmt, wir hatten die Diskussion auch bei Helldivers. Sollte sich rausstellen, dass es auf der PlayStation an dem Wochenende jetzt über 100.000 Leute gespielt haben, würde ich sagen, okay, kann man schon vielleicht noch so weiterverfolgen, aber das können wir einfach so nicht so einsehen. Gucken wir mal, theoretisch erscheint es heute in einem Monat und dann werde ich entweder eines Besseren belehrt oder das Spiel wird sich sehr, sehr schwer tun, weil, um das nochmal aufzugreifen, was du eben gesagt hast, Rainbow Six Siege spielt sich anders, das spielt sich halt. Also selbst ich, der ja nicht wahnsinnig Shooter-kompetent ist oder nicht so viel Overwatch und so gespielt hat, ich konnte das einfach, weil es ist genau das, was du denkst, was es ist und so spielt es sich auch. Möchte jemand von euch noch was zu Concord ergänzen? Ich schaue gerade, ob es dann noch mal konkrete Zahlen gibt, aber die Artikel sind alle voll mit den Steam-Nummern und viel, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, das ist schwierig. Eigentlich wäre ich genau Zielgruppe für dieses Spiel, aber nicht für 40 Euro. Das ist der Punkt. Sorry. Vielleicht sind die Cutscenes noch mal lustiger, wenn sie noch mal drüber gehen. Die schaut man halt nur einmal an, das ist das Problem. Naja, wir kommen zu noch mal einer ganz anderen Art von Spiel, auf das ich persönlich mich gefreut habe. Es mag sein, dass wir das schon mal hier beim Game Talk irgendwann hatten oder vielleicht bei Home, als wir über Metroidvania gesprochen haben. Könnte bei Home gewesen sein, ne? Als wir das Metroidvania Special gemacht haben. Ja. Ja, wir können da auch gerne mit dem Trailer schon mal reinstarten. Das Spiel heißt, es hat den etwas seltsamen Namen, Gestalt, Steam and Cinder, ist jetzt erschienen für PC
und Switch. Und hier darf Gregor gerne mal ein bisschen erläutern, was für eine Art von Spiel wir hier eigentlich vor uns haben. Ja, wir haben Metroidvania, das war's. Nein, nicht ganz. Nein, ich meine, wir hatten tatsächlich das auch mit dabei in unserer kleinen Übersicht. Und ich hatte es da mit reingetan, wenn dann, weil grundsätzlich, wie ihr im Trailer gesehen könnt, wenn ihr die Videofassung schaut, ich finde, das hat einen echt coolen Look. Total. War ein bisschen anders, so, was du sehr viel im Metroidvania-Bereich kommst, wo ein bisschen Aufwand in der Grafik ist, ist so ein bisschen mehr Souls Bloodborne-like, meist so dieser Gothic-Horror. Und das hat eher diesen Steampunk, grelle Farben, Maschinengegner und so weiter. Du bist da mit deiner rothaarigen Figur, die vielleicht so ein bisschen wie Alucard bei Symphony of the Night da so durch die Gegend rumläuft, und hast auch einen Backstab wie bei Symphony of the Night, wobei man das Spiel nicht exakt dann damit vergleichen kann. Und es gibt eine groß angelegte Story, die in sehr langen Textboxen erklärt wird, die ich zum Großteil alle abgebrochen habe, muss ich sagen. Die haben schon Aufwand getan. Die Porträts finde ich auch super. Es hat so eine Mischung aus Anime-Style mit so ein bisschen westlichem Touch. Eigentlich ganz cool gemacht, aber es ist sehr viel Backstory dabei, die erklärt, warum die Welt so geworden ist, wie sie ist. Irgendein Portal hat Dämonen auf die Welt geholt, und dann sind aber Leute zu Dämonen geworden, um die Dämonen zu bekämpfen. Auf jeden Fall, es gibt nur noch eine Stadt, die über ist, und sind rivalisierende Fraktionen, und du musst irgendwie in der Gestalt des Charakters jetzt hier unterwegs sein und viele Sachen auflösen. Ab und zu darfst du Korgis, das genau, fand ich Hammer. Korgi streicheln ist immer sehr gut in Videospielen, da bin ich auch immer sehr dafür. Ich kann dir nicht so viel zu der Story sagen, weil irgendwann ist mir das Gelaber doch ein bisschen auf den Sack gegangen. Also ja, sehr viele Textboxen, die man da wegklicken muss. Bestimmt ist da ein paar coole Ideen, was die Story angeht, drin, wenn man sich darauf einlassen möchte. Aber ich wollte lieber let me get to the gameplay. Und da bin ich auch nicht so warm geworden mit, muss ich sagen. Ich habe nicht so das Gefühl für die Steuerung bekommen. Da hast du diese klassischen Metroidvania-Sachen mit Combo-Attacken, so Downsteps, die du machen kannst, einen Button, womit du so eine Rückwärtsschritt eben machen kannst und alles. Aber du kannst auch deine Waffe rausholen, wo du immer dann Schussenergie aufladen musst, um zum Beispiel Abwehrfunktionen bei elektrischen Gegnern wegzuhauen oder so. Also das ab und zu mal nötig ist. Und irgendwie, wie diese Kombos funktionieren, wie du die Waffe auflädst, also das Trefferfeedback und wie die Kombos da reinhauen, irgendwie fühlt sich das nicht so rund für mich an. Oder ich habe zumindest nicht den Zugang gefunden. Ich habe nur so eine Stunde plus gespielt, habe den ersten Endgänger gemacht, mich auch mal in der Welt da umgeschaut. Das ist auch wieder so eine Stadt, wo du dann Subquests aufnehmen kannst, mit anderen Leuten reden und so weiter. Aber wenn im letzten Jahr für mich so ein Spiel wie Gunbrella funktioniert hat, das auch einen eigenständigen Ansatz hat, aber da habe ich mich gerne in den Cutscenes dann begeben und war interessiert von der Story aus. Hier war es so ein bisschen, guck mal, wie hübsch das ausschaut, aber spielt es sich nicht so prall, und mir war die Story egal. Aber ich tue dem Spiel vielleicht Unrecht, weil ich auch nur eine Stunde gezockt habe. Also ich habe es eine ganze Ecke länger gespielt als du. Ich würde dir aber in Teilen schon recht geben. Bleiben wir erstmal bei der Spielbarkeit. Ich finde so, dass die Basic-Bewegungen, also Laufen, Springen, auch die Schläge und so, das funktioniert alles sehr intuitiv und ist auch okay. Die Kämpfe an sich, ja, ist halt so das Typische, du hast es eben schon gesagt, schlagen, dann zwischendurch ballerst du mal, wenn die Gegner das erfordern, und ansonsten rollst du halt immer durch die Angriffe und kannst dich zwischendurch, wir sehen das hier oben, dieses kleine Fläschchen, wo RB drunter steht, kannst halt so Heiltränke trinken, die dann auch wieder aufgefüllt werden, an den Speicherpunkten, die es Metroidvania typisch gibt. Ich fand das schon, da ist nichts prinzipiell kaputt dran, spielerisch, fand es aber sehr, sehr konventionell. Ich habe da gar nicht so wirklich irgendwie eine neue Idee drin entdeckt. Dann habe ich das Problem gehabt, dass es dann an anderen Stellen, wir sehen es zum Beispiel hier in dieser verfallenen Häusersiedlung, hat es so eine Dead Cells-Haftigkeit mit relativ gleichförmig aussehenden Räumen und Stockwerken. Und dann hast du zwar eine Karte, aber die hilft dir nicht richtig so. Die ist nicht sehr detailliert. Es werden dir auch nicht die Questziele darauf angezeigt, von wegen, hier sollen wir jetzt zum Beispiel ein Labor finden, aber wo dieses verdämliche Labor ist, ich habe da wirklich lange nachgesucht, einfach weil du manchmal auch ein bisschen dann so ein Brett vorm Kopf hast und nicht genau siehst, wo ist denn jetzt eigentlich eine Tür und wo ist vielleicht irgendwas am Boden, wie zum Beispiel hier diese, was dich eigentlich treffen soll, das kann auch solche Dinger zerschlagen und dann da Löcher erschaffen in so einer Plattform. Also die Navigation oder die Spielerführung durch die Welt ist nicht so gelungen. Ich habe es trotzdem immer weiter gespielt, aber irgendwann hatte ich auch tatsächlich, und ich weiß, das klingt ein bisschen so, als wären wir große Banausen, irgendwann hat mich auch so sehr genervt, dass jeder NPC
denkt, er muss dir seine ganze Lebensgeschichte erzählen. Ich habe hier gleich in dieser Sequenz, das ist mein eigenes Gameplay, mal ein paar Sachen reingeschnitten, was einfach random Gespräche sind. Das hat bei mir dazu geführt, dass du kannst sie nicht komplett skippen, sondern du kannst sie nur so, okay, ich drücke immer jedes Textfenster weiter. Dann hat er aber 17 Sachen gesagt und irgendwann stellt er dir eine Frage. Und weil du aber die ganze Zeit am Klicken bist, kriegst du das einfach auch weg. Du weißt weder, was du gefragt wurdest, noch was du geantwortet hast. Und da geht es manchmal auch um Sachen drum, die quest-related sind. Sowas wie, möchtest du mir helfen, meinen Hut aus dem Keller zu holen? Also das war, ich weiß nicht genau, das ist vielleicht, wenn Leute, wie du das vorhin gesagt hast bei Angerfoot, dass Leute irgendwann sehr, sehr gut in ihrem eigenen Spiel sind. Und ich meine das auch hier nicht jetzt negativ, aber ich glaube, Leute konstruieren einfach sehr, sehr viel um die eigene Welt, die sie irgendwann erfinden und denken, ah, wir müssen so viel Hintergrundgeschichte da reinpacken und da kann auch jeder eine richtig lange Geschichte mir noch erzählen. Und als Spieler denkst du so, ach Gott, das ist alles für mich jetzt gerade nicht so super spannend, weil es ist nicht nur, das sind nicht nur die NPCs, was da manchmal auch diese Schwarzblenden. Und dann ist es irgendwo anders, in einer anderen Zeit, und dann stehen Figuren, deren Hintergrundgeschichte auch nicht kenne, die reden auch ganz schwülstig und ganz lange miteinander. Und ich brauche das nicht in so einer Art von Metroidvania-Spiel, von dem ich overall nicht ganz so begeistert bin, wie ich mir das im Vorfeld erhofft hatte. Ja, also ich habe irgendwann akzeptiert, wenn dann so diese Multiple-Choice-Sachen gewesen sind, wenn die erste Option nicht die richtige ist, durch die ich durchklicke, ist der Quest eben, ist mir egal. Ja. Ne? Und wir sind jetzt hier bei diesen Gesprächen, sorry, dass ich unterbreche, das ist einfach nur ein random Typ, der mir sagt, ich kann da nicht durch die Tür gehen. Oder auch hier, also es ist einfach so, das ist ein Händler. Warum muss der mir so viel Text einfach die ganze Zeit erzählen? Ja, und das Worldbuilding an sich ist ja schon durch das Visuelle recht stark, finde ich. Also du hast da ja sehr viel, was du dir das Auge mit aufnehmen kannst. Ey, etwas, vielleicht ist die Story wirklich dann cool gemacht, aber so wie sie präsentiert wird, habe ich eben nicht das Interesse gehabt, mich darauf einlassen zu wollen, sondern, wie du auch schon gesagt hast, war mir so, die Waage muss vernünftig gefunden werden und du musst irgendwie reingezogen werden. Ich habe auch nichts gegen mehr Textboxen lesen, aber wenn immer wieder unterbrochen wird, dass du 5 Minuten lang gehst. Dann guckt euch das an. Ja, du kannst sehr schnell lesen, Fabian, übrigens. Ja, ist richtig. Manchmal ist halt liegt die Würze in der Kürze natürlich auch ein Stück weit. Ich habe jetzt gerade wieder mal, weil ich irgendwie Bock drauf hatte, Metroid Fusion für den GBA, mir wieder auf der Switch gespielt. Und da funktioniert das ganze Storytelling ja auch hauptsächlich durch so Environmental Storytelling. Du hast sehr wenig Gespräche und das funktioniert trotzdem. Du weißt trotzdem, was abgeht. Und das ist schon das redelastigste Metroid. Eben, ja, und Fusion. Manchmal gibt es vielleicht auch einfach Leute, die so eine Welt erschaffen, das verstehe ich natürlich auch als Rollenspielleiter und Schreiber, die natürlich denken, ich muss jetzt den Leuten unbedingt die Großartigkeit meiner riesigen Spielwelt, die ich erschaffen habe, präsentieren. Man merkt aber dann manchmal nicht immer, dass man vielleicht irgendwann mal auch die Schnauze halten sollte und die Leute einfach spielen lassen sollte. Ein lustiger Funfact noch an der Stelle, ich war im Steam-Forum zum Spiel kurz vor Release und da sagte jemand auf Basis von einer spielbaren Demo, die es mal gab, von wegen, ja, macht mal vielleicht die Dialoge skippable im fertigen Spiel, schrieb jemand drunter so mit offiziellem Flair des Studios oder vielleicht auch des Publishers, ja, im fertigen Spiel werden die alle überspringbar sein, dann kommt das Spiel raus, es ist nicht so. Und dann so, ah, sorry, ja, haben wir leider jetzt doch nicht gemacht und so, wo du denkst, okay, wie schwierig kann das sein, die Leute schreiben euch bei Steam, macht vielleicht mal eure Dialoge überspringbar und dann ist das nicht drin. Das kann doch keine technische Schwierigkeit sein, das da reinzuprogrammieren. Das ist das Vermessene, was viele auch Japaner RPG-Entwickler noch zu den PS1 und PS2-Zeiten hatten. Ich mag die Story von Final Fantasy X, aber es ist reiner Quatsch, dass die nicht abbrechbar sind, die Cutscenes. Naja, haben wir jetzt ein bisschen sehr stark drauf rumgeritten. Es ist ein völlig okayes Metroidvania, aber ihr findet auch eine Menge spielerisch vielleicht etwas bessere oder originellere Alternativen. Ich war jetzt für die 20 Euro nicht mega begeistert, abseits von dem wirklich schönen Look, den es hat. Ach, 20 Euro muss ich aber sagen, kann man das schon mal machen. Klingt für mich jetzt erstmal. Okay. Ja, du kann man schon machen, kannst du aber auch bei sehr vielen anderen Metroidvanias für einen ähnlichen Preis mittlerweile. Es gibt kaum ein Genre, was eben so gut ausgestattet ist wie Metroidvania. Ich finde, sorry, ich will da nicht noch ein anderes Fenster aufmachen, so, aber so, wenn so Alleinstellungsmerkmal, da geht es mir ja auch bei so einem sehr üppig ausgestatteten Genre wie bei Metroidvania. Wenn es sowas ist wie ist nochmal das eine, was auch auf Xbox hier auf den Game Pass war, wo du ein Monster steuerst. Gab es ja auch vor einiger Zeit mal. Monster? Da warst du irgendwie so eine Art Alien-Monster, so ein Cthulhu-artiges Monster, wo du rumgelaufen bist. Müssen wir mal gucken, das hatte ja auch so einen speziellen Namen. Aber das war so ein cooles 3-4-Stunden-Erlebnis, wo ich sage, okay, das ist mal wieder ein anderer Ansatz, den ich bisher noch nicht gemacht habe. Muss nicht alles so funktionieren. Und das ist auf jeden Fall etwas mit, Concord hätte ich fast gesagt, Gestalt. Die Namen, die man sich gut merken kann, wo wohl viel Aufmerksamkeit in gewisse Bereiche dann drin ist. Aber
Können so kleine Stellschrauben sein und schon ist es etwas, wo ich dann sage, da habe ich meine Zeit, die kann ich besser anderswo investieren. Ja. Zum Beispiel kann man sie anderswo vielleicht besser investieren bei Forever Skies. Das hat der liebe Steffen noch auf seinen Wunschzettel für heute geschrieben. Ist ein PC-Spiel, ist schon seit einem Jahr im Early Access auf PC, wird immer fleißig weiterentwickelt. Soll irgendwann noch mal eine PlayStation-Version kommen, wenn es fertig ist. Und ich habe mir das Videomaterial angeschaut, sodass wir hier auch so ein bisschen sehen können, zumindest in der Videoversion, habe gedacht, das sieht mal eher nach einem interessanten, neuartigen, spannenden Spiel aus. Steffen, was für ein Spiel haben wir bei Forever Skies? Genau, Forever Skies ist ein Indie-Spiel von dem Indie-Entwicklerstudio Far From Home. Das ist auch, glaube ich, deren Erstlingswerk. Das habe ich jetzt nichts anderes gefunden, was jetzt groß in der Presse war von denen. Und wie du schon gesagt hast, ist es relativ lange schon im Early Access und wird auch noch ein bisschen im Early Access bleiben. Es soll zwar dieses Jahr rauskommen, aber mal gucken, wie weit es noch kommt. Und es ist ein Survival-Crafting-Spiel, was so ein bisschen an Raft erinnert. Man hat ein Luftschiff, wo man am Anfang drin startet, was man durch eine relativ offene Spielwelt steuern kann, die die Erde nach einer Postapokalypse darstellt. Mhm. Und es ist so, dass die Erde ab einer bestimmten Lufthöhe von so mutierten Pflanzensporen, Pilzsporen übernommen worden ist und du da nicht runter kannst. Und dementsprechend musst du mit dem Luftschiff über diesem grün wogenden Meer aus Pilzsporen entlang fliegen, um Gebäude zu finden, die aus diesem Meer an Sporen herausragen, um dort zum Beispiel Sachen zu scannen, um neue Forschung freizuschalten, womit du dann dein Luftschiff verbessern kannst, neue Items craften kannst und so den typischen Crafting-Survival-Loop dann reinkommst. Yeah. Und das ist an sich sehr, sehr spannend, weil es eben, wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen an diese Raft-Sachen anschließt. Das bedeutet, es gibt eine offene Spielwelt, die du bereisen kannst, wie du willst mit deinem Luftschiff. Es gibt aber Points of Interest, die angezeigt werden, indem sie es sind so Lichter, die so in der Ferne so pulsieren. Mhm. Man kann dann sehen, okay, da hinten in der Ferne ist ein blaues Licht. Mal gucken, was da ist. Und dann fliegst du hin, findest eine heruntergekommene alte Wetterstation oder so einen Funkturm. Kannst den dann erkunden, findest da vielleicht heraus, dass du vielleicht ein bestimmtes Item brauchst, um da weiterzukommen. Oder du findest im besten Fall neue Materialien, die du dann wieder gebrauchen kannst, um zum Beispiel ein Messer herzustellen, mit dem du dann wieder woanders weiterkommst. Und das, finde ich, ist sehr, sehr cool gemacht. Und ich finde auch diese Idee mit dem Luftschiff ist ziemlich spannend. Ja. Weil das Luftschiff baust du nicht nur aus im Sinne von, dass es schneller fliegen kann und du mehr Platz für deine Sachen hast, sondern es kann irgendwann auch tiefer und höher fliegen. Mhm. Und manche der Gegenden, die du bereisen kannst, kannst du erst bereisen, wenn du mit dem Luftschiff eine bestimmte Höhe erreichen kannst, weil die Gebäude einfach zu hoch sind für das normalere Luftschiff. Oder erst wenn du so ein bestimmtes Siegel quasi hast, kannst du unten in dieses verseuchte Areal rein, was dann deutlich düsterer wird, und kannst dann da neue Ressourcen sammeln. Das Ganze ist sehr sandboxy natürlich, ne? Also man kann da die Reihenfolge, in der man die Sachen macht, ist relativ einem selbst überlassen. Ja. Man kann auch einfach sagen, nee, ich fahre jetzt hier nur rum, sammle irgendwie Sachen für mein Luftschiff, baue das aus und mache mir eine fliegende Farm oder sowas. Oder man kann eben so ein bisschen dem Storystrang folgen, der hauptsächlich über Textnotes und so E-Mails und sowas erzählt wird. Das hat mich aber nicht abgehalten. Ich freue mich immer bei solchen Spielen darum, einfach Sachen zu erkunden und ein bisschen in dieses Crafting-Erlebnis einzusteigen. Und es ist tatsächlich auch sehr, sehr schön, muss man sagen. Es hat eine wahnsinnig schicke Grafik. Und ich auch. Ist das wirklich, wir haben jetzt hier, was wir haben, ist fairerweise offizielles Herstellermaterial. Ist das geschönt oder sieht das Spiel echt so aus? Es sieht tatsächlich wirklich so aus, was vor allem interessant ist, wenn man sich so mal, ich glaube, sehen wir jetzt hier nur so teilweise diese Pilzsporen. Die haben echt krasse Effekte. Die sehen wirklich richtig, richtig schick aus, wenn unter dir so dieses Meer aus Pilzsporen wogt und durch den Wind auch so aufgepeitscht wird. Das sieht wahnsinnig interessant aus. Die haben richtig gute Partikeleffekte in dem Spiel drin, was aber auch bedeutet, dass es sehr aufwendig ist und relativ horrende Anforderungen an den eigenen Rechner hat. Mhm. Es ist gerade noch im Early Access, das heißt, es ist auch nicht so super gut optimiert, muss man fairerweise sagen. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel mal in dem Trailer den Vergleich zieht zu den Elementen, die sie 2022 hatten. 2020 sogar. Es sieht viel, viel besser aus und es ist wahnsinnig cool. Und es hat auch so interaktive, also halbwegs interaktive Elemente, dass wenn du zum Beispiel hier an so einem großen Wohnturm vorbeifliegst, der irgendwie in totalen Ruinen liegt, kannst du teilweise mit so einem Laser da Sachen drin abbauen. Und wenn du dann das Metall da von so einem Bauzaun beispielsweise von abziehst, kann es sein, dass der gesamte Turm einfach so ins Nichts fällt und dann so nach unten verschwindet in diesem
Meer aus Wolken. Und das sieht wahnsinnig spektakulär aus und macht wahnsinnig viel Spaß. Und gleichzeitig ist, zumindest von meiner Meinung nach her, das Spiel jetzt nicht eines der super schwersten Survival-Crafting-Games. Mhm. Es gibt da ja auch so Spiele wie The Forest, die relativ schwer sind, wo man auch immer wieder mit Gegnern konfrontiert wird, die einen nerven. Das ist hier, finde ich, nicht so. Die Survival-Elemente sind hier relativ fair. Man kann eigentlich relativ früh genug Nahrung und genug Wasser finden, um sich da am Leben zu erhalten und sich darauf konzentrieren, wie man das eigene Luftschiff ausbaut. Dementsprechend fand ich es ganz gut. Und man kann es auch Koop spielen, zumindest in der Vollversion soll es so sein. In der Early Access Version habe ich es noch nicht ausprobiert, ob man es schon Multiplayer spielen kann. Das kann ich noch nicht sagen. Aber in der Vollversion soll es dann Multiplayer bis zu 4 Spieler spielbar sein. Das finde ich auch mal ganz gut, weil diese Crafting-Spiele sind für mich auch immer etwas, was ich sehr gerne Multiplayer spiele. Das, ja. Multiplayer ist dann Koop oder gegeneinander? Koop, wie genau. Koop funktioniert das? Ja. Genau, Koop. Ich denke mal, dass man dann gemeinsam auf einem Luftschiff unterwegs ist und dann da gemeinsam die Sachen macht. Was wir jetzt teilweise hier gesehen haben in dem Videomaterial, eben waren ja auch mal so ein, zwei Monster, also auch so ein größeres Viech. Wie gestaltet sich sowas im Spiel? Und hat das schon auch so einen normalen Shooter-Part in irgendeiner Form, dass du die Gegner dann bekämpfen kannst oder musst, weil die dich sonst töten würden? Also das habe ich tatsächlich, ich habe bisher so 10, 15 Stunden gespielt und da ist mir noch nicht ein feindliches Monster begegnet. Okay. Sondern was ich bisher hauptsächlich gemerkt habe, sind so Pflanzen, die man dann irgendwie beseitigen muss, die einem schaden können. Ja. Aber tatsächlich mit so Monstern habe ich bisher noch gar keinen Kontakt gehabt. Deswegen würde ich sagen, das ist eher ein untergeordnetes Ding. Eben wie bei Raft hat man halt diesen Hai, der einen ständig angreift. Aber ansonsten ist es da auch eher so, da trifft man mal auf einen Bären, den muss man eher so weglocken. Und dann, das ist eher ein Hindernis, der einem auf dem Weg zum nächsten Item, was wichtig für einen ist, im Weg steht. Und weniger Shooter-Elemente, die da drin sind, würde ich sagen. Also es ist eher reduziert. Alright. Finde, es sieht super cool aus. Habe ich noch nie vorher gesehen oder gehört gehabt. Also lohnt sich wahrscheinlich im Auge zu behalten. Weiß man schon, wann der Final-Release sein wird? Gibt's ja, bei Steam steht aktuell 2024, aber das ist bei so Early Access-Titeln natürlich immer sehr, sehr schwierig. Es fühlt sich schon sehr rund an. Es hat auch schon einen relativ großen Umfang, wie ich es bereits feststellen konnte. Also es ist schon relativ lang. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, noch nicht so super optimiert. Es ruckelt an einigen Stellen noch ganz schön. Ja. Auch auf hochwertigeren Rechnern. Also nichts für mein Steam Deck. Ich eben ja, das ist, glaube ich, schwierig. Ja. Ja, also ich habe es auf meinem Gaming-Laptop gespielt, der jetzt auch nicht der allerkrasseste ist, aber der zumindest auch alle neuesten Titel eigentlich auf maximalen Details spielen kann. Und da ist er ja bei Forever Skies schon hier und da noch mal ganz schön in die Knie gegangen. Nicht unterstützt vom Steam Deck, steht auf der Seite. Keine Sorge, wir spielen es dann auf 640x480, ne? Genau, richtig. Dann musst du vielleicht auf Raft zurück. Switch-Fassung. Ja. Schön, hey, vielen Dank, Steffen. Gregor, hast du noch eine Anschlussfrage zu Forever Skies? Nicht groß, ist auch ein Genre, wo ich nicht wirklich groß bewandert bin. Was, deswegen bin ich hier. Was Survival oder sowas angeht. Ja. Aber ich finde auch, was du schon gesagt hast, Fabian, so wie das ausschaut und was für eine Art, also wie sowas zusammenkommt. Das Letzte, was ich Survival-mäßig gespielt habe, ist tatsächlich eher dann No Man's Sky, wo ich mich da endlich nochmal reingearbeitet habe nach langer Zeit. Ich bin manchmal daran erinnert in den Videos eben. No? Ja, ein bisschen, das stimmt. Das hat, No Man's Sky hat ja auch gerade ein neues Update bekommen. Schönere Grafik, mal reinguck, ne? Sieht besser aus, genau, ein bisschen mehr Biome. Ein bisschen Anlehnung hat es auch, aber es ist eher so wie ein Raft. Ja, ja, also so, wer Bock auf diese Sachen hat, der sieht die Grafik und sagt dann, cool, machen wir mal. Ja. Alright, dann euch beiden wie immer vielen Dank fürs Vorbereiten und Mitbringen der Themen. Euch da draußen vielen Dank fürs Zuschauen und euer Interesse am Game Talk. Wenn ihr den Game Talk gut findet, könnt ihr uns unterstützen im Rocket Beans Supporters Club, damit wir weiterhin diese schöne Sendung für euch machen können und dürfen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Diese Woche unter anderem noch bei Rocket Beans am Freitag. Spielejahr 2008. Mhm. Jemand von euch am Start? Ich bin am Start. Ich bin auch dabei. Ja. Gregor ist auch dabei. Das wird eine Hammer-Sendung. Ich habe gehört, auch ein sehr, sehr gutes Spielejahr tatsächlich. Also auch das nicht verpassen. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann und tschüss.